Das wird richtig geil. Ist einfach so. Wir machen das Intro. Moin Leute, Fabex hier. Willkommen zum nächsten großen Clash Royale Projekt. Wir fangen wieder an, Free-to-Play zu spielen mit über 10 Streamern. Es gab jetzt so viele Updates, verglichen zum letzten Mal, wo wir Free-to-Play gespielt haben, dass du jetzt noch schneller leveln kannst, noch schneller deine Karten zusammenbekommst. Wir werden alle zusammen die Clan-Kriege spielen, wir werden jede Challenge machen. Es geht darum, maximal schnell Level 9 zu erreichen, Turnierstandard, und alle Karten Level 9 zu bekommen. Und da werden wir dann auch noch so, uns so ein bisschen duellieren gegenseitig. Mit dabei ist Spark, Reapers, Morten, Flobby, Fabo, Bigspin, Chef Strobel, G-Time, vielleicht noch Hanky, Sebo. Ist auf jeden Fall eine ganz... Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Das wäre voll unangenehm. Das wird extrem geil. Die Highlight-Folgen kommen auf dem ersten Kanal, auf dem Trimax-Kanal. Und so, wenn ihr einfach mal 3 Stunden sehen wollt, wie wir grinden am Stück, dann kommt das Ganze auf dem Second-Try-Kanal. Wir werden jetzt alle parallel das Tutorial zocken. Ihr könnt gerne, wenn ihr das seht hier auf YouTube oder jetzt hier auch live im Stream, euch auch einfach einen neuen Account machen. Kostet ja gar nichts. Free-to-Play ist ja dann auch, dass ihr nichts zahlen müsst. Macht wahnsinnig Spaß, die ganzen Arenen von damals, die Knochengrube und so durchzugrinden, immer weiter hochzukommen und dadurch immer bessere Kisten zu bekommen und dann auch perfekt zu teilen, wie man die Kisten aufmacht. Es ist einfach geil. Es ist einfach geil. Wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, viele von uns haben jetzt hier auch den Creator-Code. Den Creator-Code, den könnt ihr im Shop ganz normal eingeben, kostet euch gar nichts, unterstützt die Streamer aber sehr. Machen nur sehr, sehr, sehr wenige da draußen, aber vielleicht denkt ihr aber dran, wenn ihr euch das nicht mal einen Season Pass holt oder irgendwas Günstiges, gebt doch nicht zu viel Geld aus. Freuen wir uns sehr drüber, wenn ihr den Creator-Code nutzt. Wird auch so sein. Romatra hat gerade ein PC-Problem. Ach, fuck, ich hab Romatra und Miki noch vergessen. Digga, wir sind ja irgendwie 14 Leute. Ihr seid jetzt aber alle so weit, dass... Stimmt, später kommt noch Tobias Spirit Hawk dazu. Ja. Ihr seid jetzt alle so weit. ich spiele jetzt das Tutorial, ja? Ich bin auch gerade, ja. Sehr gut. Das ist toll. Wie lange habe ich das nicht mehr gespielt? Alter. Ey, ich hab das irgendwie öfter mal gespielt, Mann. Ey, auch mit dem Level 1 Account und so. Schon gemacht hat. Jungs, warum habt ihr gepennt, Alter? Keine Vorbereitung. Wie heißt das? Mir wurde gesagt, dass ich das Tutorial nicht machen soll. Ja, genau, keiner soll das Tutorial machen. Wir sollten das nicht machen, ja. Aber hab ich jetzt einen Vorteil. Ja, die 10 Minuten, Digga, die eine Kiste, die kannst du haben. Hä, wie heißt denn euer Gegner im Tutorial? Ausbilder Erhard. Wow. Gott, so ein deutscher Name. Okay, meiner ja, ist Trainer Earl. Erhard ist deutsch. Ja, oder? Deutsch, oder? Ja, das ist deutsch, ist nicht so ein. Oder nicht? Alter Name? Türkisch. Erhard, ist das nicht deutsch? Safe. Ja, klar, deutsch. Erhard. Erhard, doch nicht türkisch. Erhard, oh, mit D. Ach, mit D? Mit D ist nicht. Mit T ist türkisch. Ach so. Türkischer Name. Erhard. Ja, ja. Okay. Ausbilder Erhard. Ah, ja. Oh, Max macht sich über türkische Namen lustig. Nee, aber wie kannst du denken? In der deutschen Discord. Nee. Nee. Dass du denkst, Ausbilder Erhard ist, dass du einfach so denkst, dass du einfach ein Türke, einfach mitten in der Ausbildung. Ja, was ist mit Deutscher sein? Aber warum muss das ein Deutscher sein? Ausbilder Erhard? Was ist, wenn jetzt hier Ausbilder Manfred kommt? Dann sagst du, ja, das kann auch ein Türke sein. Man, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Wieso? Das ist meine Fikova. Ja, jetzt kommt Ausbilder Fikova. Geil. Ja, Fikova ist schon ziemlich hartnäckig gewesen. Da musst du mal Erhard auch genommen. Ja, meine Karte wurde irgendwie von selbst aufs Feld und von selbst an den Spot platziert. Das hat mir ja, auch, hatte ich auch gerade, fand ich komisch. Ich wollte Bogenschützen spielen, auf einmal kam ein Ritter einfach aufs Feld. Mods, passt das von der Lautstärke, Discord-Lautstärke und Musik? Die erste epische wird halt wichtig. Ausbilder Mike, der nächste türkische Name. So. Hallo? Ah, die Racist ist nee, den Schuh kannst du es nicht anziehen. Leute, darüber lachen. Ja, Giant schon wieder. Wir haben hier einen Morten, einen Flobby, einen Bigspin, einen Spark of Phoenix. Das ist alles sehr englisch. Alles deutsch. Englischer Name bei mir. Alles englisch. Ich bin Trimax. Also die Überallmanns in einem Discord-Call machen sich einfach lustig. Die Überallmanns, dass du das denkst. Dass Erhard kein Türke sein kann. Sick. Mm-mm. Ja, aber ist nicht deutsch. So. Sicke Allmann-Gruppe, nice. Okay, ich hab die mit der Game-Capture gar nicht hin. Alles ist hier viel zu leise. Wo macht man das denn bei dem Programm? Ich hab das. Hast du da. Wird dein Game angezeigt in der App? In der App einfach. Also wenn du in das angeschlossen hast per Kabel, wird dann in dem Game Capture Programm wird da das Game angezeigt? Also der Screen von deinem Game?
Ja, und dann rechts siehst rechts, du ja. Spielton irgendwo. Oh ja, und den mach ich einfach leiser. Und den kannst du einfach leiser machen, ja. Smart, sauber. Geil. Hochbegabt, Lobby. Gut gespielt, Jungs. Junge, ich spiele über Airplay, weil mein Adapter nicht ankam. Ja, saugut. Ich spiele tatsächlich auch über Airserver gerade, weil mein Airguard einfach scheiße ist. Alter! Chillig! Oh, der Krampf, ne? Let's go. So, jetzt hier. Jetzt hier ein wichtiger Step. Ja, die erste epische. Ich mache jetzt meine auch auf. Was ist meine erste epische? Ja, bitte, was? Es gibt geile und schlechte. Nee, bei Klaus, was ist das jetzt? Also Baby gut sind Hexe epische? Und Prinz. Und Baby Dragon. Komm schon. Nee, Baby Dragon? Baby, wie ist Baby Dragon? Nee, nicht schon. Oh Mann. Baby Dragon, glaube ich. Oder mit Mauerarbeit, ja. Stimmt. Sagt ihr? Skelettarmee, Hexe und Prinz sind die besten drei. Ja, Skelettarmee, Hexe. Skelettarmee macht nichts, Jungs. Okay. Wait, what? Skelettarmee, Hexe und Prinz. Nichts. Das ändert gar nichts. Der macht nichts. Ja, dann gehen wir auf Sound Capture eventuell. Ja, mein Gegner, Trainer Klaus, was ist los mit ihm? Mist. Wie kann man das ansonsten fixen? Hä, aber wait, du hast. Du shit way too dank, man. Hat ja jede Sekunde eine Bombe. Du hast Game Sound, aber der wird dir nicht bei Spielton angezeigt. Also, wenn du jetzt. Irgendwelche Karten tippst, ist da kein Sound in deinem Guard-Programm, bei dem Spielton. Da tut sich auch einfach nichts. Hast du beim iPad oder Handy das eingestellt, dass da überhaupt Spielsound kommt? In der Game. Glocke? Ja, in ja, Game. Klar, ich höre ja in Game, aber das ist ja voll laut, der In-Game-Sound. Ja. Alter, ich hoffe so doll. Was kann man jetzt nochmal bekommen? Prinz und Skelettarmee sind die besten. Prinz und Hexe, Skelettarmee sind die besten. Was kann man überhaupt bekommen? Mauerbrecher auch noch. Mauerbrecher kann man kriegen, Baby Dragon kann man noch kriegen. Alter, wenn du Mauerbrecher bekommst, hast du doch instant den L. Der Mauerbrecher. Der Mauerbrecher ist der Epic? Ja. Wir benennen unseren Account. Okay. Wir benennen ihn Big Spin Free to Play. Ja. Der siebte. Das ist gut. Dann weiß jeder, wer gemeint ist. So wollte ich es auch machen. Okay. Können. Was haben wir drin? Oh, bitte Prinz oder Hexe. Komm, bitte, bitte. Was Geiles, komm, bitte. Prinz oder Hexe. Oder Skelettarmee. Skelettarmee, bitte. Bitte. Gegen Klaus darf man schon normal spielen. Bitte. Ohne. Mhm. Bitte. Ich auch bei Klaus. Nein! Was ist? Die Mauerbrecher, halt doch die Scheiße! Alter, du bist so shit in dem Game! Oh mein Gott, Digga, was ist das denn für ein Haus? Ja so. Warte mal, hat keiner von uns die Mauerbrecher bekommen? Die schlechteste Karte außer ja, Big Spin? Ja. Was ist Scheiße. Nicht, Digga, das kann nicht sein. Die Karte ist so shit in dieser Challenge. Ja, ohne meiner, Digga. Das macht ja gar keinen Sinn. Ich kratze ab. Sauber. Fabo, was hast du bekommen? Ich bin noch nicht so weit, ich bin gerade bei Klaus. Hä, aber du. Den kriegt man davor, vor Klaus kriegt man den. Das Stück kriegt man vor Klaus. Ja, man kann sie auf der Nacht öffnen. Ja, stimmt. Du hast die Truhe noch nicht geöffnet. Hab ich die schon aufgemacht? Skelettami ist geil. Skelettami ist solid, weil ich hab Prinz bekommen. Ist ganz nice. Voll mit Riese. Prinz ist, glaube ich, echt das Beste. Gerade gegen Noobs. Ja. Prinz ist so gut gegen Noobs. Hexe aber auch. Mauerbrecher ist halt hart scheiße. Gegen jeden. Ja, Mauerbrecher ist schlecht gegen Noobs und gegen Pros und gegen Mittelgute und ist in jeder Challenge auch schlecht. Wartet ab, I make it work. Wie habt ihr euch genannt? Ja, einfach Fabo und dann F2P. Ja. Alter, voll gut erklärt, Max. Ja, ich hab mich auch Fabo F2P genannt. Ich hab mich auch Fabo F2P genannt. Mach nur einen Account, nein, wir machen keine Auge hier. Neuner. Was? Junge. Wegen der epischen einfach. So ein Tryhard? Wegen der epischen. Das kommt doch ganz schnell wieder, oder? Ich bin ehrenhaft. Ab wann kann man einen Clan gründen? Relativ flott, glaube ich. Nee, Level 1 schon. Ich noch auf. Du kannst okay, direkt einen Clan erstellen. Aber nein. Du kannst erst. Doch, haben die geändert, Max. Aber du kannst erst ab Level 3 anfordern. Ja, easy, das schaffen wir doch heute noch, oder? Ja, klar. Ja, klar. Skelettarmee ist gut, ja, nein? Ja, ultra geil. Oh. Vor allem am Anfang hat kein Gegner Holz und Sepp, das ist übel lit. Ja. Nur viele. Das Einzige, was richtig schlecht sind, halt die Mauerbrecher, die sind halt bad. Ja, die sind richtig bad. Wenn du die hast, hast du basically einfach gesagt. Die erste Silbertruhe. Ich bin schon mal im ersten Arena-Game hier. Digga, das Kobold-Stadion. Einfach Chef Strubels zu Hause, chillig. Man geht gern Mauerbrecher, der Arme. Junge. Aber wir können den Clan ja erst erstellen mit Gold, ne? Warte mal, wie war das? Ich hab Free Gold im Shop. Habt ihr auch, oder? 1000 Gold braucht man für einen Clan. Das heißt, wer der erste Free Gold im Shop hat, kann theoretisch den Clan erstellen. Ich muss nicht, ich hab die Mauerbrecher bekommen, ich bin schon so gebeutelt. Ja, du also musst Big Spin. Wer das macht, der hat halt auch einen Nachteil, ne? Junge, einfach null Trophäen. Alter, Jungs, ich bin raus aus der Challenge. Wieso? Ich hab keinen Game Sound. Ich auch nicht. Der Game-Sound ist zu laut, meine ich. Der ist viel zu laut und ich kann ihn nicht kontrollieren. Ich kann ihn kontrollieren! Ich weiß, wie es geht. Nein, kannst du nicht. Nee? Die Jungs konnten es auch nicht.
Okay, ich sag's dir, du öffnest deinen Lautstärke-Mixer am PC mit Rechtsklick. Aber ich darf nicht meine Desktop-Audio leiser machen, okay? Nee, weiß ich. Lautstärke-Mixer, öffne. Ja? Ich sag's dir gleich, im allererstes Game-Chill kurz. Leiser machen, das willst du mir sagen. Nein, nein, und du machst jetzt dein OBS leiser. Dein OBS leiser. So smart, Max. Oh Gott, das ist mega smart, wenn das klappt. Hä, und die anderen Mobile-Vögel, die ganzen... Ich weiß, ja, die sind lost. Ich dachte, du hättest das schon probiert, ich dachte, du wärst nicht so lost. Wow, Big Spin und Flop. Ich verliere gerade mein allererstes Game, während ich noch den Tag Assistant mache. Wie hast du... Sag's mir nebenbei. Aber wie hast du denn überhaupt Sound Reapers? Du kannst doch gar keinen Sound haben, wenn es nicht über die App... Also, das Programm erkennt ja den Sound. Das habe ich noch nie gehört. Ich habe das Programm noch nie benutzt, aber chill ich das... Ich spiele gegen Byver Free-to-Play. Nebenbei gecallt hat. Ich glaube, das ist einfach so schlecht erklärt, dass es niemand verstanden hat. Ja, wir sind jetzt... Das Problem ist, unsere komplette Community wird uns jetzt stream-snipen aus der Hölle. Ja. Chillig. Das war wirklich... Ich habe auch letztens einen neuen Account gestellt und ich wurde mir bei 10 Trophäen gesniped. Ja, aber es geht also ich bei null. Stimmt, die erstellen sich auch alle jetzt neue Accounts. Wahrscheinlich jetzt gegen die größten E-Sportler bei 0 Pokal. Oh Gott, stimmt, scheiße. Ich hab grad das übelste Sweater-Game hier. Ich spiele FNO Vexi und er macht mich komplett weg. Warte mal. Einfach jetzt schon. Bei 0 Trophäen. Ja, ich fass es nicht. Ich weiß gar nicht, was abgeht. Aber warte mal, guck mal, der sweatet auch rein. Ab 1000 Pokalen kann man schon Legis bekommen, glaube ich. Er hat einfach den Prinz. Ich kann nicht gewinnen. Ich kann nicht gewinnen! Der hat einen Prinz Level 6! Der one-shottet meinen Giant! Der Baby Dragon bringt halt gar nichts. Max, wir sitzen im selben Boot, merkst du das? Nein! Max, wann hast du das Projekt angekündigt? Ja, halt. Immer. Nicht, dass Leute sich irgendwie... Er one-shottet meinen Prinzen! Der Prinz one-shottet meinen scheiß Ritter! Das macht doch gar keinen Sinn! Die ganzen Karteninteraktionen sind gar nicht wie in echt. Wie in echt? Was? Ja, das ist alles... Das ist alles scheiße. Ja, ich weiß nicht. Wenn ihr gegeneinander spielt, ja, wir werden uns nicht finden. Das, die Wahrscheinlichkeit ist gleich. Drawn. Einfach drawn bei Level 1. Oh warum bringt Baby denn nichts? Weil jeder hat Musketieren und in so einer Region ist eigentlich ganz nice, Truppen zu haben, die Schaden machen. Oder irgendwas bezwecken im Game. Und Baby Dragon bezweckt gar nichts. Kannst du bitte aufhören, den Baby Dragon zu fronten? Ja, was soll ich tun, ne? Ehrliches Feedback. Okay. Aber ohne Witz, ich habe das Gefühl, dass diese 10 Trophäen-Schwitzer besser sind als früher. Ja, safe. Ja. Alter. Das haben sich Leute auch droppen lassen, extra für uns. Scheiße. Digga, ich habe Out of this World gespielt. Insane. Ich habe einfach gewonnen, obwohl er den Prinz hatte. Alter. Mein Gegner hat gleich zwei epische Karten. What the fuck, wenn der Gegner Prinz hat. Pay to win, Junge. Smart. Ey, wir kaufen aber keinen Battle Pass oder so, ne? Ja. Nee, gar nichts. Kein Cent. Das ist ja die Free-to-Play-Challenge. Battle Pass. Ey, das haben wir letztes Mal gemacht. Was das hier? Euro mal, Max, der hat's, wir haben's gemacht. Ja, aber diesmal ist es komplett Free-to-Play. Mit Battle Pass, ja. Ja, seht ihr? Was lacht ihr? Wichser. Oh, Junge. Das ist ein Battle Pass. Ich kaufe mir eine Super Magical Chest. Und dann seid ihr so frech. Dünnes Eis, Alter. Dia Royal Zweit-Account. Noch ein Sniper. Ja, der Max. Fuck! Ich hab meine Pfeile reingeschissen. Junge, geil, dass Fabo auch dabei ist. Ich hab sie noch nie vorher Clash Royale spielen sehen. Ja, ich auch nicht. Junge, ich hab's immer gespielt, als ich mit dem Zug zur Schule gefahren bin. Alter, geil! Auch Clash Royale oder nur COC? Beides. Beides sogar. Krass. Etwas länger her, oder? Das ja, wird zwei, drei Jahre. Ist aber auch witzig, wie dieses Kabel irgendwie... 50 Euro kostet der Abmax, ne? Ja, das geht cool, noch. Ja. Ich hab dafür früher 70 hat das gekostet. Ja, 70 hat das gekostet. Hör so ein HDMI-Adapter. Digga, ein Leben. Bro, Alter. Oh, gute Frage. Das ist fucking teuer. Oh mein Gott, wichtig. Digga, wer ist er denn, Junge? Wichtig. Gott, das war so stark. Brücke halt doch. Ja, Mister, ich hab Feuerwelle, Alter. Ich bin so schlecht. Der lässt mich ihn nicht. Es könnte sein, dass ich auf Level 1 von uns der Beste bin. Nee. Nee. Eventuell, ja. Glaub nicht. Relativ sicher. Oh, mein Bester. Weiß nicht, der Baby Dragon, der wird dir noch teuer zu stehen kommen. Ja, okay, das stimmt, aber vom Skill. Play. Vom Skill, ja. Dann stimme ich natürlich zu. Vom Skill auf jeden Fall. Alter, ich bin so sauer. Ich bin einfach enttäuscht, wisst ihr? Ich bin einfach enttäuscht, dass mir geht der Prinz an der Brücke spielt und ich hatte dagegen Mauerbrecher.
Stimmt, war noch keine Skelette am Anfang, gar nichts, ne? Nein, gar nichts. Das Einzige, was du bekommst, ist halt Kobolde oder Bärkobolde aus der Trophäenfahrt. Aber sonst hast du halt wirklich nichts gegen Prinz. Oh, der erste Gegner Level 2. Habt ihr euch schon Level 2 gemacht? Nee. Nee. Mm-mm. Oh Leute, mein Gegner Level 2 sich. Ich konnte es aber auch noch gar nicht. Man muss smart mit dem Gold umgehen. Ja, sehr smart. Okay. Oh, jetzt ja, ich werde gleich 1000 Gold erstmal für einen Clan ausgeben, chill ich. So. Gute Idee, gefällt mir. Danke, Flobby. Das macht richtig Sinn. Das ist kein Problem. Flobby, Alter. Dafür spende ich dir ein paar Mauerbrecher. Geil, Mann, geil. Man kann erst ab Level 3 spielen. Paar Mauerbrecher. Ja. Geil. Den können ja wie machen. Ja, mein Gegner komplett hops genommen. Prinzbrück ist halt OP. So nimmt man sich den Turm. Ja, Stefan geht mir auch. Ey, die Gratis-Sachen im Shop darf man sich holen, ne? Natürlich. Ja, logisch. Hä, man darf sich alles aus dem Shop holen. Also, okay, ich cash rein. Ja. Also, ja, aber ohne... Ja. Cabo? Verstanden. Hätte ja sein können, ich hab so rasiert. Ich hab so rasiert. Wann können wir den Clan kriegen, Mann? War das nicht erst mit Level 8, Alter? Nee, früher mittlerweile, oder? Ey, ich bin ja so dumm. Oder? Ich kann auch einfach, mit meinem Main-Account den Clan erstellen. Und dann join ich mit dem hier und dann mache ich mich Clanführer. Ist doch genau das Gleiche. Könnten wir machen. Das wäre dann sinnvoll. Da muss man gar keine 1000 Gold ausgeben. Aber wäre das dann free to play? Hä? Ja, klar. Ich kann ja nur der Clan erstellen. Also der Clan. Ja, gut, stimmt. Damit keiner Nachteil von uns hat halt. Ich kann den erst. Ich kann in Trophäenfahrt was auswählen. Kobolde. Ich hätte die Spear-Kobolde genommen. Was? Ich habe die Kobolde genommen. Sind schon ziemlich cool, die Kobolde. Kobolde sind doch brauchst du auch für den Prinz. Das ist doch, wenn sich am Boden was Kleines. Bärkobolde. Ja. Aber Morten ist tryhard, der denkt schon an die Zukunft. Oh, genau. Guter Schaden, wichtig und richtig. Junge, mein Gegner wirft Feuerball auf Kingtown und schwitzt danach. What the fuck? Das ist so ein Botplay und dann tryhardet er aber. Ja. Oh mein Gott, ich... Oh. Okay, wir nehmen uns die... Man darf den Scheiß nicht wasten. Alter. Nimm die Kobolde. Oh, der predictende Boss hier. Kobolde Level 3. Ist halt, wer Glück hat und eine Leggy aus irgendeiner komischen Kaktruhe bekommt. Erstens das. Ja. Oh, ich kann... Warte, wenn ich jetzt... Kann man die schon bekommen? Nein. Ab 1000 Trophäen kann man, glaube ich, laden. Bin Level 2. Meiner bekommen. Ich war schon vor der Level 2, aber bist auch cool. Und weg ist Free Crown den Arsch, was will der? Ja, ich spiele gegen Flo Strobel, Free to Play. Junge. So ein Kackname. Flo Strobel. So ein Scheiß. Jo, war du bist jetzt durch. Oh, eine Goldruhe für Free Jungs? Ja, Digga, er hat einen Giant Level 4. Nein, Giant Level 4. Goldruhe? Auch eine Goldruhe? Bist du auch bei 118 Trophäen? Ich reporte ihn. Goldruhe ist schon ziemlich krass. Was ist denn das jetzt hier? Nehme ich einen Mini-Packer mit? Der ist gut, wenn du keinen Prinzen hast. Ja. Für wen soll ich den Teil machen? Ritter. Ritter, ja. Ja, Ritter bringt nichts. Also, das ist ja Riese so. Riese, Mini-Packer ist besser. Darf ich meine Truppen upgraden? Habt ihr auch gemacht, oder? Ja, logisch. Natürlich. Man lass den Shop nicht benutzen. Das darf man nicht im Level 1 Clash Royale ziehen und die anderen machen nichts anderes außer Clash Royale. Und dann machen die den Fall Guys Guy aus. Gut, ja. Dann bist du irgendein Guy. Guck dir mal Farbe an. Vor allem, weil du warst doch bei dem Level 1 Projekt dabei, oder nicht? Was? Da durfte man ja nichts. sorry. Gar kein Guy. Ich hab's eh nicht gehört, alles gut. Alles gut. Oh, und was? Wenn ich so laut nichts bin. Die Interaktion macht schon wieder so keinen Sinn. Auf 100 Trophäen. Warte mal, kann mein Feuerball Level 4, die Musketiere Level 3... Ne, mein Feuerball ist nicht Level 4. Nein? Nein? Doch. Ja, oder? Kann sie one-shotten. Ja, wir werden... Die Musketiere ist meine Lieblingseinheit. Aber wir werden später noch alle böse kassieren. Ist richtig. Das wird richtig frustrierend werden. Ja. Spätestens, wenn unsere Minions gesappt werden, rastet ihr alle aus. Das Problem ist halt, dass E-Bubs halt sogar sehr, sehr gut sind. Und wenn jetzt noch die ganzen Randoms anfangen, E-Bubs zu spielen... Das ist egal, ich spiele alles. Okay. Ich erinnere dich dann an ein paar Folgen. Also ich spiele nur die Counter, alles. Ich spiele Grabstein, Skelettarmee, Eismagier. Ich werde die einfach dauern. Das bringt ja nicht mal was auf Top-Level. Da kriegst du von Ewabs an der Brücke. Bombenturm. Ich spiele einfach 8 Counter. Bombenturm. Und das war's. Mich verklickt das Grauen. Ich hab mir direkt den Hawk Rider gesneakt jetzt. Was? Ja, auf 150 Trophäen. Ach du Scheiße, der Typ hat einfach fucking... Oh Gott, jetzt trifft er das auch noch. Ich spiel gegen Fila. Fila halt free to play. Geil. Der hat alles.
Ja, man geht gleich schon Level 3, Mann. Halt auch Baby Dragon. Oh Mann, ey. Wie viel Shots braucht er? 2. Den hin nehme ich. Ich verliere gegen Flo Strobel, übel der Sweater, und er hat einfach die scheiß Skeleton Army. Flo Strobel, Junge, wo ist los? Wenn ich so nett einfach. Der ist schon gescheitert, bevor er überhaupt angefangen hat. Achso, safe ist Snipe, oder? Ja, ja, safe. Ja, als ob sich einer so nennt. Ohne Grund. Hm. Zum Glück haben wir nicht alle so viele Viewer wie Max. Junge! Ey, Leute, die verloren haben und nicht aufgeben, machen mich so sauer. Hm. Ey, jetzt so Tryhard fragen doch schon direkt Leute an, man muss ich erstmal schließen. Ich schick den Join-Link einfach in Discord rein hier. Moment. Und dann kann ich Max auch glauben, dann kann Max das sonst verwalten, wenn das möchte. Ein chilliger Feuerball. Jo, ich glaube meine Mods machen den Clan auf. Achso, ich habe jetzt schon einen Clan erstellt. Mit deinem Geld? Nein, über meinen anderen Account einfach. Okay, verstehe. Mit deinem Geld. Dann können wir jetzt alle schon rein in den Dings. Oh, ist so bad. Mein Gegner schwitzt. Aber du kannst ja deinen Mod einfach Anführer machen, Max. Dann kann der das gerne verwalten. Ich habe den jetzt einfach nur erstellt, damit wir es schon haben. Na, dann Feuerball gehabt, ne? Och, Mann, mein Gegner hat verloren, aber gibt nicht auf. Oh, der hat geschissen, der Gegner. What? Das wird hier der versweatete Tiebreaker. Das ist ein Bot. Ja, stimmt. Am Anfang in der Geschichte der Menschheit. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ja, am Anfang spielt man fast nur gegen Bots. Bestimmt schon. Ich hab das jetzt in den Kollegen-Chat gehauen, ne, Max? Das kann ja nur Leute sehen, die recht haben, ne? Ja. Kollegen-Chat. Und easy! Der kleine Wichser. Der kleine Wichser, da wird er gefreecrown. Was will der machen? Im Kollegen-Chat habe ich, glaube ich, gar nicht mal die Rechte für. Was? Ah, das ist natürlich schwierig. Schade. Egal. Nächstes Mal. Mhm. Okay. Sedge. Ich bin gerade einfach letzter im Clan. Wie hast du den Clan denn genannt? Trimix F2P. Ah, schlau. Alter. Wieso hauen Leute instant einen Feuerball auf den King? Jedes Mal, warum ist das so? Junge, ich verliere einen Turm. Mir auch. Holy shit! Flo Strobel kann mich mal. Ey, 2 Sekunden vorm Tiebreaker-Ende hole ich den Finish rein. Es ist Wahnsinn. Wait, du hast Tiebreaker gespielt? Ja, 2 Sekunden bis Tiebreaker gewesen. Oh mein Gott, war das ein sweaty Duell. Aber der war so shit. Gott. Digga, oh meine mein Bogenschützen one-hitten seine Skeleton Army nicht. Oh. Das ist scheiße. Digga, ich lieg hinten einfach gegen den größten Random. Digga, Tiebreaker bei 30 Trophäen. Wie verschwitzt. Es ist Wahnsinn. Gefühlt ist das hier mehr Competition als CL. 100 pro. Ja, safe, 100%. Geil. CL war nicht so einfach. Schwierig, meine ich. Böse Erinnerung, komm wieder hoch. Ja. Okay. Jetzt haben wir ihn. Das war zu aggressiv, mein Sohn. Hilfe! Ey, Max, ist da noch geplant, dass wir später schon Clan-Krieg machen? Können Bots heute Bots machen? Ja. Nein. Sicher? Ja. Warum spielt er da so schlecht? Oh, Junge. Arme Digga. No. Das ist so schlecht. Sicher? Hä, ich hatte bisher nur Sweater bekommen. Ja, er macht nur nicht aggressive Smileys. Geil, er hat auch Mauerbrecher, wie nice. Guck mal, wir sind... wir sitzen im selben Scheißboot. Euer Boot ist so scheiße. Richtig, das geht bald unter, aber wir sitzen immerhin drin. Hä, er hat Minipacker. Ja, mein Gegner auch. Mein Gegner ist echt schon nicht schlecht. Also du sagst eher in den nächsten Tagen dann, Max, oder wie? Ja, safe. Clan Wars 2 geswette. Ich hab noch nie die Clan Wars gespielt seit dem neuen Update hier. Sind die das nice? Ist geil. Yep. Ja, die sind ganz nice, aber das Problem ist, dass sie vor allem am Anfang nicht balanced waren. Das heißt, man hat als Level 1er dann irgendwie gegen Level 5er gespielt, als Level Max hat man gegen Level 10er gespielt. Das war halt überhaupt nicht balanced. Das haben sie jetzt geändert. Die Belohnung sind nice. Jetzt genau ist. Die Belohnung wird schmecken, free to play. Wir müssen halt auch gut spielen. Wir spielen ja eigentlich gegeneinander. Es geht ja darum, Level 9 zu werden und alle Karten Level 9 zu bringen. Aber den Clan kriegen wir natürlich zusammen. Die Challenges wären auch wichtig. Wenn du 12 Siege schaffst, kriegst du eine Magietruhe oder sowas. Der Strobel kackt bei 3 Siegen rein und der Rest schafft's. Das wird halt richtig geil.
Das Ding ist die Joker, also das letzte Update mit Joker ist halt komplett okay. Ja. Was willst du eigentlich? Goldruhe, bitte was Geiles. Auf dem Trophäenpfad. Ich hab einfach fast verloren, Mann. Das war so knapp. Die Koboldhütte, wie ist denn die? Hast du die genommen oder was? Ich hab die bekommen. Und den Hawkrider. Die ist nicht stark, die ist nicht super stark, die ist okay. Aber nichts Besonderes. Okay, ja. wie ist der Hawkrider? Auch nichts Besonderes. Es ist jetzt keine Game Changer. Hallo. Ich würde langfristig also, den Hawkrider nehmen. Wenn du irgendwie es schaffst, Free-to-Play an der Mutterhexe ranzukommen, dann hast du das Game durchgespielt. Mach ich. Ey, alleine wie geil der Trophäenfahrt ist, dass du immer wieder was kriegst, ne? Ja, das ist geil. Und auch diese, was Morten da gerade meinte, das neue System mit den neuen Update, dass man da jetzt einfach irgendwelche Joker verwenden kann und dann selber aussuchen kann, welche Truppen man leveln möchte. Das ist halt schon sehr stark. Ja. Halt, Leute beschweren sich immer auch, dass das Game extrem pay to win ist, aber damals, wo ich angefangen habe, das war ja übelst. Das war ja ganz anderes Level, Mann. Was ganz anderes. Gar nicht spielen ohne Geld. Nee, früher war es wirklich pay to play. Du musstest für eine Runde Gold bezahlen, um spielen zu können. Ja. Aber stimmt. Holy shit, du musstest, um zu suchen, Geld bezahlen. Wie scheiße war das denn? Kann ich mich noch erinnern. Ich wollte. Wieso habe ich das Game gespielt damals? Oh Gott. Ich wollte eine Runde CR spielen, aber ich hatte einfach kein Gold. Dann war's das. Jo, er hat einen Prinz Level 7, guten Morgen. Jo, moin Meister. Moin Meister. Prinz Level 7, der one-shottet deinen Ritter. Na, was ist mit dem los? Oh, Amath ist. Wer bist du denn? Ein Bot, glaube ich. Amath ist, by the way, auch deutscher, Jungs, ne? Wieso haben wir drei Leute in unserem Clan? Wieso sind drei Leute in dem Clan? Sind das deine Mods oder was? Kann sein, weiß ich nicht. Wie heißen die? Ryax. Ist er? Ist er? Okay, dann soll ich die befördern, dann mache ich die, dann befördere ich die mal, dass die das. Wieso? Die Rechte haben. Potten meine Bogen. Kann ich den Clan auf Clansuche joinen? Nee, ich schicke dir einfach, ich kann dir auf WhatsApp schicken. Ich kann dir auf WhatsApp schicken. Kannst du mir in Discord schicken, weil ich bin auf dem Discord, iPad. Ja. Alter, dieses geile Giant in Knick und Kobolde dazu ist einfach ein Traum, ne? Kannst du mir auf Twitter senden, Flobby? Oh, sorry. Ja. Oh, ich bin Big Spin. Wenn ich jetzt aus dem Game rausgehe und nicht per Supercell die gespeichert, ist mein Account dann weg? Nee, oder? Nee, solange du nicht dich mit deinem anderen Account einloggst, dann nicht weg. Okay. Was mach ich? Ich vertraue dich dir. Nee, vertraue dich. Danke dir. Hast du es gesendet, Flobby, sehr? Warte sofort. Ey Mann, ich spiele hier gefühlt Platz 1 der Welt spiel. Kannst du es mir auf Twitter senden? Ich habe mich auf dem iPad nicht bei Discord angemeldet. Ja, ich schicke es euch beiden bei Twitter. Ja, ich schicke es euch bei Twitter. Gott, sind die Bogen trash. Was hast du für ein iPad? Auch solch ein iPad. Alter, let's go. Let's go. Bisher alles gewonnen. Hat irgendjemand schon ein Match verloren, ja, oder? Nee, ich nicht. Wenn, dann wird es auch keiner sagen, oder? Okay, dumme Frage. Danke dir, Flobby. Ich hab tatsächlich beim letzten Projekt bei 150 Trophäen mein erstes Game verloren. Hawkrider oder Koboldhütte? Was soll ich mir auswählen? Ich hab auch genommen. Ich denk langfristig. Oh. Langfristig mit dem Schweinereiter? Ja, besser als mit einer Kobold, die keiner spielt, oder? Spielt die keiner? Ich spiel Koboldhütte. Die ist Meter. Nächstes spielt sie. Ja, ich muss das Hawk nehmen. Der ganze Chat sagt auch Hawk. Ja, guter Chat. Aber dann ist das ja meine beste Win-Condition jetzt, ne? Dann kann ich ja eigentlich. Wenn man diesen Link hat von dem Clan. Trickst du drauf. Das wäre scheiße, wenn ich den gezeigt habe, oder? Nee. Ja. Oder? Doch, wenn Leute kopieren, dann joinen sie den Clan. Oder? Smart. Geht das? Kann man den so kopieren? Ja, man kann die abtippen, oder nicht? Wenn man den ganzen Link sieht? Ja. Kann man den neu aufsetzen? Wenn du den ganzen Link gezeigt hast, dann ist der Clan voll. Dann ist der Clan wahrscheinlich gleich voll. Geil. Ja, so nice. Also ich glaube nicht, aber zur Not erstellen wir einen neuen. Also einer müsste halt. Ja, ich muss eine neue Fensteraufnahme machen, da hab ich das Ding, auf einmal ist da Discord. Einer müsste halt sehr, sehr. Ja, keine Ahnung. Seine Zeit investieren, den ganzen Link abzutippen. Und das dann einzufügen. Wir gucken einfach mal und wenn doch, dann zur Not machen wir halt einen neuen. Jo. Der hat einfach einen Prinz der Arme. Deine Mods sind ja eh schon alle drin, also die wissen das ja. Und die machen sonst einen neuen. Oh, das waren ja scheiß. Ne, die waren geil. Nein, jetzt! Oh. Was? Oh, das macht meinem Gegner gar keinen Spaß. Mein Feuerball ist Level 3 oder 4? 3. Ich spiele gegen jemanden, der auch das Projekt gestartet hat. Der heißt Drache Free to Play. Für sich. Yep. Ist das ein Bug-Chat? Nice Online-Spieler. Shalom. Ist das ein Bug-Chat? Hoffentlich. GTF, als ob das funktioniert. Hä?
Ist immer so, aber das ist doch nicht beabsichtigt, oder? Also man kann ja den Pass Royal, wenn ihr auf Pass Royal geht, kann man ihn nicht einlösen. Ja, aber wenn ihr auf eure Turmskins geht und auf den, die ihr noch nicht freigeschaltet habt, könnt ihr damit den Pass Royal einlösen. Was? Probiert's mal aus. Ich hab's nicht verstanden. Also, wenn man so in seinem Main-Menü ist, wo halt auch das Battle ist, ne? Ja. Da steht bei Pass Royal Unlocks at Level 4. Mhm. Wenn man auf seine, also nach links swipe, wo auch das Deck ist, und dann auf die Türme geht, da ist da links der Turm, den man normalerweise freigeschaltet hat, und rechts ist dann der Turm in Grau. Wenn ihr da drauf drückt, kommt ihr zu Pass Royal und könnt eure Sachen einlösen. Was? Ja. Ja, hab ich gemacht. Gold angesnackt. Ist ja voll verbuggt. Dadurch kriegt man ja voll viel Gold und so. Ja, weil der Pass Royal sollte eigentlich erst mal ab Level 4 möglich sein. Hey, das mache ich gleich. Gut gespielt, Morten. Oh, Gott. Weißt du, wie viel dieser Pass bringt? Da kriegt man so viele Truhen. Machen wir wie jetzt? Geil. Ja klar, das dürfen wir benutzen. Klar, kriegen wir das muss man gleich nochmal ganz genau sagen. Ich bin da auch für. Oh mein Gott. Let's go. Die erste eben. Aber die Lösung ist... Ihr habt alle verstanden, oder? Ich frag gleich nochmal. Ich bin hier im größten Sweater-Game, den es gibt. Man kann nichts machen, wenn der Gegner einen Prinz hat und gut spielt. Sagst du das? Ja, warum? Warum nicht? Soll ich es einfach selbst abusen und niemandem das sagen? Morten einfach auf geheimer Jagd. Geheime Bugs finden, um das Game, um die Challenge zu gewinnen. So ein Ding ist das. Das wäre es gewesen. Bin Junge. Der Zuschauer, was reingeschrieben hat, ist ja irgendwie... Was machst du beruflich? Was machst du beruflich? Ich kann nichts gegen den Prinz machen. Das ist ein bisschen nervig. Das habe ich auch noch nicht gehört, so. Die Lösung ist selber Prinz. Der hätte Degotech gewesen sein können. Degotech, Digga. Was machst du hier? Wie schlecht. Digga, ich war richtig bad gerade. Ich hab mein erstes Game verloren, aber ich war auch richtig bad. Aber er hat einfach den Prinzen, da hatte ich schon keinen Bock mehr. Oh, nee. Erst später öffnen, stimmt. Man sollte es erst später öffnen, weil da kann man dann Lechis bekommen aus den Touren. Oh, perfekt, danke dafür, zu spät. Ja, dachte ich auch. Komplett outplayed. Erste Tour direkt eine Skami, so geil. Okay, dann öfter mache ich das Ding erst später, ja? Ja, und dann kannst du Lechis ziehen ab 1000 Pokalen, glaube ich. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du daraus eine Lechis ziehst, ist super gering und du kommst viel schneller. Auf 1000 Pokale, wenn du die schon öffnest. Und du kriegst ja nicht alle öffnen. Es ist halt die Frage, ob du auch so easy auf 1000 Pokale kommst oder es brauchst, um auf 1000 Pokale zu kommen. Ich sag mal so, ich hab grad verloren. Also, ja, ich würde lieber öffnen, weil du kannst eh nur ein paar öffnen, weil du musst ja immer 10 Kronen holen pro Tour. Ja. Und bis du bei 1000 bist, hast du immer noch ganz viele offen und da kannst du dann legendäre rausziehen. Alright. Max-Stelle will ich sie öffnen. Alter. Ja, mach ich auch gleich. So ab, Junge. Was ist das für ein Bug, Mann? Aber man hat ja gar nichts gegen den Prinzen, ne? Nee, selber Prinz ist die Lösung. Ja, das hat nicht. Also ab 1000 Trophäen soll ich es öffnen, Chat, das meint ihr? Ey, Prinz ist echt asozial, Alter, ne? Ja, Prinz ist echt sehr nervig. Prinz ist echt scheiße. Ja, okay, danke, Leute. Prinz ist echt eine asoziale Gegner-Kombo, Alter. Ey, die Bogenschützen, wenn die Skelette aber nicht killen, wie kack ist das? Ah, wir auch. Ich wurde gerade fast gefreecon, deswegen auf einmal eine Skami. Hab ich das jetzt Bogenschützen, denk mir so, alles klar, und auf einmal, nee. Nö, einfach nö. Gar nicht scheiße. Alter, so geil. Gönn. Ey, ich liebe mein Leben. Ich bin so glücklich gerade. Warum? Ich habe einfach aus der ersten Tour aus diesem Passroyal noch die Skami bekommen. Was? Du hast eine epische schon rausbekommen? Ja, ich hab's die ganze Zeit gesagt. Keiner hat mich gehört. Ich hab zwei epische jetzt. Lol, was? Das ist ja mega broken. Ja. Hä, aber aus so einer goldenen Dings. Ja, aus der ersten Tour im Pass. Was? Tontruhe. Mega ja. Lucky! Ja, dann öffnet die auf jeden Fall. Holy shit, wenn man episch rausziehen kann, ist der mega, Bro. Ja, wir kriegen es hin, Leute. Wir ziehen einfach eine Lechi raus und dann wir gehen auf den Long Run. Alter, der kennt Skami in Knick! Der kennt den Knicktrick! Was ist das denn? Wieso verlierst du ja, überhaupt den Turm? Jeder kennt den Knicktrick. Echt? Oder? 2021? Oh Mann! Der naheliegendste Move von jedem Spieler eigentlich am Anfang. Ja. Man sieht so, ja, der Turm ist weg, ich kann jetzt was in die Ecke setzen. Setz es in die Ecke. Feuerball auf Kick Tower. Den Part kann ich auch noch öffnen. Och, gib doch einfach auf, Mann. Das nervt. Jungs, meine Gegner schwitzen. Mein Gegner schwitzt! Wir sind schon 3 Minuten in der Overtime oder so. Ich krieg keine epische Tour, Mann. Oh. Keine epische Tour. So sauer auf die Skami, so eine geile Karte. Und dann bekommt auch relativ am Anfang aus der Arena eine Magietruhe. Die ist eigentlich immer relativ früh. Ja, aber die braucht
Die braucht jetzt ewig dann zu öffnen. Du brauchst ja erstmal Plätze dafür. Ja, ich meine ja nur. Naja, ja, klar. Also die werden wir. Die 18. Tor oder irgendwie sowas, ja. Nicht wundern, ich habe auch bald FTP einen Namen zu schreiben, aber ich bin der. Du verschwitzt das Game! Was hast du mit deinem Namen? Ich habe FTP verpeilt, dahinter zu schreiben, aber ich bin im richtigen Clan jetzt drin, nicht wundern. Das ist sehr gut. Gut. Ey, kein 3-Crown, er gönnt halt nicht. 75 AP hat sein Turm. Stimmt, die 3-Crown ist sogar wichtig wegen den Kronen. True. Ich weiß. Ja, für den Pass. Für den verpackten Pass Royal. Ja. Okay, dann hole ich jetzt die Sachen ab. Also, ich gehe auch nach ganz links. Auf Turmskins. Dann ist der noch nicht freigeschaltet. Und dann bin ich im Pass drin und kann die Sachen einfach öffnen. Ja, obwohl du normalerweise nicht reinkommst. Weil das was? Ist das für ein geiler Bug? Jojo. Spear Goblins. Ich bin der geilste Typ hier. Kobolde Level 4. 3 Minuten Overtime, Jungs, gerade ein Game gehabt. 3 Minuten Overtime, komplett durch. Alter, hat sich gut angefühlt. E-Sports. Oh mein Gott, Digga, was ist das? Sau stark. Ab wann kann man Golem freischalten? Dann habe ich die Challenge gewonnen. Ey, Kobold oder Hunter? Was sagt ihr? Kobold oder Hunter? Hunter. Das ist übel stark. Was spielt man denn? Defensiv, der zerstörten Tank. Achso. Für Bogenschützen. Ja. Der Mini-Packer ist. Bei Hunter ist ein defensiver Damage-Dealer. Mini-Packer offensiv. Der Hunter, der kann jetzt nicht einen Turm instant downhitten, aber Hunter ist diesen Mini-Packer nur noch gegen Luft. Und er kann aber auch Splash-Damage machen. Ich will nicht pushen, aber ich habe einen Hawk Level 5. Ihr seid so scheiße. Das ist weird flex, aber ja, das ist schon krass. Ich bin schon in der neuen Arena. Nee. Wow. Ja, ich bin der Sand, dieser, oder was ist Arena das da? Arena 2? Ah, okay. Knochengrube, da kennst du der Strobel aus. So. So ein Prinz Level 7, der ist unsterblich, ja? Das ist so das Witz vom Game, ja? Ja, das ist der Witz, ja. Krass. Ist halt nicht so lustig für die Gegner. Aber nee, Skarmi ist halt so. Cool. Ne? Was macht der? Mein Gegner setzt nichts. Oh, ein Feuerball. Ja, also, der geht so später. Ja, komm mal drauf an, was ich ziehe, ne? Das ist halt ja, Digga. Gut. Ach, okay. Mein Hunter lebt immer noch. Das ist das Schlechteste, was du machen kannst. Instant Feuerball werfen. Mein Gegner hat einfach Baby Drain Level 7. Ich glaube, er hat einfach zweimal gezogen. Der arme Junge. Scheiße. Oh, die Musketieren war auch stark von mir. So, und gegen den Prinzen kann ich nichts machen. Hunter ist aus dem Trophäenpfad. Die Skelettarmee ist so geil, so geil. Andrew. Mein Game ist verloren. Er hat Mini-Packer und Prinz. Ja, bei mir auch schon. Ey, aber wirklich, die strugglen aber auch, Mann. Man kann nichts machen, weil die haben so viel, Damage per Second. Du kannst da nichts gegen tun. Hey, Mort, was hast du nochmal für eine Karte gezogen? Baby auch, ne? Nein, Prinz. Ach, auch Prinz? Hä, wieso strugglest du denn? Meine Gegner, ich wusste nicht, was Also mit Prinz kann man halt voll durchmarschieren, irgendwie. Ja, chill. Meine Gegner wären auch bald bei Prinz. Ja, aber warum Prinz ist der Zaun Prinz. So der einzige mit zwei Ewigkeiten. So satisfying, wenn er ein Ziel trifft. Ja. Ja, true. So, wow. Das ist wow. Ich hab nie nachgedacht. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin auch nur Level 1, das ist der Unterschied. Special Offer, Baby. Auf, der Loser. Alter, wie toxisch. Da wieder ein Prinzen ready? Ich bin gleich bei 350, let's go. Ja, ich mach ruhig jetzt erstmal. Hunter, obvious. Der Loser dieser Challenge ist eigentlich auch schon safe, nämlich Romata. Ja, der ich hasst das Game. Der kann das auch nicht. Ich spiel jetzt gegen Level 4er mit Level 1. Geil. Ich glaube, Romata wird auch nie Level 9 werden. Nein, glaube ich auch nicht. Hol dir das Angebot. Ja, das ist natürlich richtig nice. Ja, ich muss meine Minions rausnehmen. Oh, starke Pfeile. Das ist ein neuer Arena-Angebot erstmal kaufen. Direkt verloren einfach die Challenge. Das haben ein paar gemacht, Mann. Irgendwelchen Challenges so. Oh, das Angebot ist ja nice. Einfach aus Versehen Angebot gekauft, schade. Oder erstmal beim ersten Tag beim Level 1 Projekt Level 2 geworden, das ist auch ärgerlich. Kann halt passieren. Der Strobe hat es auch mal gemacht, glaube ich. Beim Level 1 Projekt seiner Karte upgraded. Keine Chance, ich kotze, Digga, ich kotze. Nicht gut. Ey, das war mein heftigstes Game. Das war richtig geil. Aber er einfach Mini-Packer-Prinz. Ne, ich hab verloren, jetzt holen wir 34 AP. Der bringt halt scheiße, der bringt halt nichts. So, wenn du der bringt gar nichts, der ist gegen nichts gut tatsächlich. Leider. Okay. Prinz ist so mächtig und Baby Dragon einfach nicht, das ist schon ein krasser Nachteil. Ja, jeder hat halt Musketieren so. Und Musketieren countert halt Prinz. Ja, richtig. Du hast ein Problem. Yep.
Lohnt es sich eine... Ich bin gerade lost. Lohnt es sich eine epische im Shop zu kaufen? Nee, oder? Kommt drauf an, wenn du die Level 1 hast, könnte sich lohnen, aber ansonsten glaube ich nicht. Nee, lohnt sich nicht. Nee. Ich überlege gerade, den Feuerball im Shop zu kaufen. Wenn ihn auf ein neues Level bringst. Weil dann habe ich ihn, auf Level ab. Feuerball ist nicht gut, Max. Generell nicht. Den würde ich nicht spielen im Deck. Also du immer lieber eine Truppe mehr, weil Feuerball auf dem Level ist eigentlich nicht gut. Ja, das stimmt. Du denkst, der ist gut, aber er ist kacke. Er ist eigentlich mega. Also wenn du die Musketiere vom Gegner one-shotten kannst, solange ist er halt gut. Ja, aber das Problem ist, je länger du spielst, du wirst super schnell Gegner face, wo du es nicht mehr kannst. Und dann lohnt es sich. Ja, okay, das stimmt. Ja, kostet 100 Gold, alles chillig. Was macht der Gegner da? Reapers geht richtig auf. Der hat richtig Spaß. Also manche sind insane krass und manche sind so shit. Ja, true. Shalom. Oh ja, das war doch so klar. Sie ist gar wieder, kommt Hunter, Junge, mach dein Werk, los. Ich nehme die Skellies mal mit. Hat der aufgegeben? Schön, nee. Junge. Ich muss langsam mal meine Karten upgraden. Alter, weißt du noch, als wir ein Speedrun-Projekt gemacht haben? In 5 Stunden auf 5000 Pokale, das war sick. Alter, stimmt, das war damals im letztes Jahr. Aber da haben wir komplett gepaid, alles. Da haben wir komplett reingepaid, da kann man so schnell hochgrinden. Ja, komplett alles gepaid. Wir haben fast gepaid und jedes Angebot. Das war mit dem ganzen Stream mit Jonas und so. Ah, I see. Da haben wir alles gepaid. Das war das komplette Pay-to-Win-Projekt. Hat auch geklappt. Bin zufrieden, ich muss nichts upgraden, Leute. Ich spar das Gold. So. Du bist ja immer noch ein Loser. Also, es macht ja mehr Sinn, wenn man die ganzen Kronen braucht, ein Beatdown-Deck zu spielen, mit dem man immer 3-Crown kann, ne? Ja, Prinz wäre die Pfeile. Gut. Prinz wäre ziemlich gut. Feuerball. Hässlich. Einfach Prinz Giant Push, damit hast du eigentlich den Turm immer. Giant Scar ist übrigens auch nice, wenn der Gegner keine Pfeile im Cycle hat. Und das ist der 3-Crown. Ja. Okay, Jungs, seid ihr bei 300 jetzt? Wer unter 300 klar. ist. Klar. War, Digga. Ich weiß nicht. Sonderangebot erhältlich. 1,09 €. Bruno Barina 3 ist so krank. Ah, ich weiß nicht, so ein. 3 Crown, nice. Oh, er delayed das Game. Ich hasse ihn. Knochengrube. Oh, die Pfeile, Digga. Knochengrube ist ein Meme. Alter, in der Cash-Szene. Ja, da hast du immer schon Strobel. Da ist immer schon Strobel, genau. Legis wären wichtig, man kann die übelste Kack-Legendäre bekommen, aber auch. Ja, das wird nochmal. Wir haben bei der Epic schon so ein Ding, so ein Fass aufgemacht, aber. Da gab's da mehr Glück. Das wird nochmal viel, viel heftiger. Immer 10 Kronen, okay, wieder kämpfen. Haben wir mal von bekommen, Mutterhexe? Was? Du hast doch gesagt, die Mutterhexe ist OP, oder? Ja, sie wäre OP. Ich glaube, das ist die beste Legend, die man bekommen kann, oder? Kann man die am Anfang so bekommen bei den Trophäen? Ich weiß nicht, ab 1000 kann man, glaube ich, meiner Lava-Hund. Und, 1000 kann man Miner und Lava und bekommen. Wann kriegt man die Mutterhexe? Das ist die Frage. Vom Gegner her. Ach, sie schlecht. Was mach ich denn für Scheiße? Das kann sein, dass die legendäre Truhe, dass man da alles rausbekommen kann. Ja, das stimmt. Aus der legendären Truhe kann man alle bekommen. Also Arena unabhängig. Und normal dann bekommt man 2000. Die Mutterhexe bekommen man 2600. Was gibt's da zu lachen? Wer ist da? Ich hab den Gegner gerade der so ernst gespielt und heute weint. Und ich hab ihn in 20 Sekunden getweet. Das war's kommen. Der Flieger hat jetzt 2 Türme oder was? Nichts gehauen, Alter. Das ist okay. Ohne Witz, jeder Legendäre wäre für mich ein bisschen okay, außer Lava. Und ich glaube, Lava ist. Digga, alle haben Single-Target-Damage. Wieso hab ich überhaupt. Wie kann das sein, dass ich noch einen Mini-Packer habe? Ich hab einen Mini-Packer. 5 Kobolds hinten und nur Schweinereiter. Ich will ein bisschen Damage. Kein Prinz, ich hab einfach keinen Schaden. Junge, wie traurig. Die beste Karte von mir ist Minions Level 2. Das ist ziemlich scheiße. Das ist mein Damage-Dealer und jeder hat Pfeile dabei. Der Baby Dragon ist wie gesagt nicht so nice. Scheiße, Baby Dragon war echt mies für einen Anfang. Ja, da hätte ich glaube ich lieber die Mauerbrecher genommen. Gefühlt ja. Das ist dann die zweite epische, also die zweite nicht, also jetzt nicht Hunter, sondern die zweite, die man wählen kann. Keine Ahnung. Ich glaube vielleicht, dass das Tor halt wie Pixel. Ja, wie Pixel aus dem Battle Pass halt, ja. Ich kann, auch nicht, ich kann die Mauerbrecher nicht aufhalten. Ich hab kein DPS. Was? Oh, die Kobolds. Alles geht Mauerbrecher. Alter, das ist ja so rein, der Gegner. Oh Gott. Geil, Junge. Lass mal durchlaufen. Jo, ich spiel gegen Surgical Goblin. Ah, also verlierst du mit einer AP. So. Oh Gott, ey, das war übel gemein. Jeden Tag kommt auf mein Chat.
einer gestern, kannst du dich noch an das Game erinnern? Und dann habe ich gesagt, nee. Und er meinte, so hat er es mir so zitiert, so und wann das war. Und hat mir das Video genannt. Guter Feuerball. Das war geil. Ja, Roman. Er wollte dir helfen. Einfach Feuerball auf Turm, einfach so. Das finde ich immer nett. Also Feuerball auf Turm, das machen Leute, die das Spiel halt wirklich nicht verstehen. Mock Freeze wäre so okay. Ja, aber warum? Das macht doch Damage am Gegner, Turm. Ja. Ganz schön viel. Ey, aber der muss hier für ein bisschen Damage, Junge. Das lohnt sich. Oh, gute Pfeile vom Gegner, wichtig und richtig. Wichtig. Die ständige Angst, dass der Gegner einfach komplett reingeht und ich deswegen verliere. Ich kann nichts machen, ne? Und wird es allen bewusst? Klar, na klar. Und du rasierst ja anders, Reapers. Na klar. Ich habe ja, kein Reapers DPS in meinem Team. Hallo? Reapers hallo? Hat auch schon Clash Royale Projekt mitgemacht, oder? Ja. Ich weiß nicht, was, also, ich weiß nicht, was mit eurem Alarm, Teambesprechung. Ja. Alarm. Ich habe keine Karte. Ich habe keine Skeleton Army, kein Prinz, kein Mini-Packer. Ich kann den Schweinereiter, Mauerbrecher. Ich kann keine Karte aufhalten und Schaden machen. Ich kann keinen Giant aufhalten. Was hast du denn für Karten überhaupt? Ich habe Mini-Packer. Hab ich nicht, ich habe Mini-Packer nicht. Den bekommst du aber bald. Wieso habt ihr alle den Mini-Packer und einen Prinzen? Ich habe den auch nicht. Ich habe nur Prinzen. Ey Jungs, Skelette oder Bomber? Kurz noch. Skelette. Bomber bringt halt. Aha. Ich habe Skelette genommen. Vielleicht darf ich die spielen für irgendwas im Deck? Ich habe ja schon Skelett Army, aber eigentlich macht das nicht. Nee, eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Ich würde sie trotzdem mitnehmen, aber ich würde es nicht ins Deck tun. Ja. Könnte später besser gut werden. Die Valkyrie freigeschaltet. Wie kacke ist das eigentlich, wenn der Gegner eine Skelettarmee Level 7 hat und deine Türme die Skelette nicht one-shotten? Das ist ja voll. Fühl ich vorhin auch. Mir fehlt halt ein Zap oder ein Holz. Ja. Oh geil, nächste Truhe aus dem Kron. Jeder drei Minipacker aus dieser Dingstruhe. Alter, das ist echt okay, noch Mann. Noch eine. Und nochmal Riesen. Ich hab echt Pech, Mann. Oh, Junge, das ist so eine OP-Kiste. Oh no. Erstmal. Oh, 4K. Mach da nach vorne, du Knecht. Packer Level 4, Max. Minions Level ich 4. Habe die Karte nicht. Ich habe diese Karte Heile nicht. Ich habe Level keine. 4. Nein, Feuerball nein. Level 4. Und Riese auch Level 4, wichtig. Ey, das kann ich nicht fassen. Was? Jäger oder Koboldfass? Wow. Immer Jäger. Ehrenjäger. Ehrenjäger. Ja, Koboldfass ist kacke. Das verstehe ich. Mach ich den auch direkt ins Deck? Ja, Max versteht es auf jeden Fall. Max. Ich verstehe das. Lakaien oder Bogenschützen oder so. Fandst die vierte Season auch gut, Max, oder? Die Leute schreiben bei mir, Max kommt nicht vom Fleck. Was nee, ist das? Ich habe keine Karte. Ich kann keinen Schweinereiter aufhalten. Ich glaube, Max hatte meistens eher Glück in solchen Projekten. Aber ja, aber jetzt ist gerade... Jetzt ist gerade... So maximal Pech. Maximal. Das ist schon ziemlich scheiße. Ich hätte lieber die Mauerbrecher. Was? Safe. Baby Dragon ist... Der macht nichts. Der hat auch... Die Gegner haben auch nie Karten, die gut sind. No joke. Da kommt ein Schweinereiter und ein Prinz und ein Mini-Packer und ich habe einen Baby Dragon. Ja, das Problem ist halt, dass Musketieren gespielt wird und dann haben Leute Hand dran. Ja. Boah, der knallt. Ja, schöner Flip-Drum. Ich glaube auch. Mauerbrecher sind deutlich besser. Aber auch schlecht. Oh, meine Arme. Ich nehme den ja. Ja. Warum hat eigentlich niemand von uns die Hexe bekommen? Ja, die ja keiner. Eigentlich. Die ist die beste von allen eigentlich. Hexe ist halt broken gegen Prinz, aber ich habe auch nicht einmal gegen Hexe gespielt. Feuerball! Ich muss auch 250 Trophäen, da krieg ich den Hunter. Ein Riesen ist einfach immer satisfying, Alter. Ja. Du hast instant einen geilen Push. Ja. Neue Stufe unlocked. Kiste. Bitte, jetzt was. Ich hab eine Goldkiste auf. Bitte was Starkes. Drei Gems. Hexes Arena 2, ey, das wird. Mini-Packer, let's go! Gespielt, Marc. Wow. Gespielt, holy shit. Hast du den Mini-Packer als Level? Aber noch am Anfang, oder? Erst ja, ja, Level 3 jetzt. Aber immerhin habe ich jetzt Schaden im Team. Wohin hast du überhaupt? Digga, mach diese Kisten auf, Bro. Da hast du auch. Mach ich die ganze Zeit. Mach ich. Achso, okay, gut. Ja, du hast oh mein Gott, du hast die ganze Kiste aus dem Battle Pass geöffnet, aber noch keinen Mini-Packer bekommen bisher. Also danke, endlich versteht's hier mal einer. Ich denke schon gegen die Wand. Okay, das ist bitter. Ich habe extrem gute Karten und ich habe noch nicht mal die Truhe aus dem Battle Pass geöffnet. Boah, meine Leute sind so doof, ne? Er schreibt, kannst du meinem Reaper sagen, dass er Hunter im Shop hat? Er guckt nicht in den Chat. Vielleicht will er den Hunter nicht kaufen, weil es vielleicht einfach mega dumm ist, sich jetzt was im Shop zu kaufen. Hast du einen Hunter, by the way, schon? Wow. Ja, eben. Vor allem gerade deswegen. Der Arme. Der Arme von Reapers rüber extra, um ihn zu. Ja, Digga, mein Gegner ist Trimax Noob! So eine Scheiße! Was, denn echt jetzt? Ja, natürlich, den ganzen Tag. Der Strobels-Account, Junge. Oh
Gott. Oh Gott. Alter. Also wenn er dich hops nimmt. Der connected einfach. Junge, was? Du wurdest gesniped auf 300 Pokal? Ja, die ganze Zeit, hä? Das war letztes Mal auch schon so. Max kommt deswegen nicht hoch, weil er die ganze Zeit von irgendwelchen Tryonern gesniped wird. Oh Gott. Was macht er denn hier für Spirenzchen? Spirenzchen, ich bin Big Spin. Ja, ich bin uns Worte, Wort, Junge. Was ist Reapers? Ivi! Alter, das ist nicht richtig, Alter. Ein Big Spin, der über Erhard lacht, Alter. So. Was ist euer Pokalstand? 216. Klar. Okay. Ich weiß es gerade gar nicht. Irgendwie ich hab so kein Game verloren. Sei mal ehrlich, wir hatten noch kein Game verloren. Jetzt mal ehrlich sein. Ich hab auch keins. Ja, Morten ist der beste Spieler Deutschlands. Wer noch? Ich hab auch keins verloren. Wer? Aber wenn Morten, Bigs oder ich ein Game verloren hätten, das wäre schon ziemlich peinlich. Na, ich glaube mit meinem Dings hättet ihr einmal gut reingeschissen. Ja. Koboldhütte? Was ne Scheiße. Die ist reulich. Und zwei Mini-Packer Level 5, Jungs! Ich hab mein Mini-Packer frisch Level 3. Aber epische sind direkt Level 6, also die epische. Vor allem, wenn du so einen Schein-Mini-Packer hast, das ist echt OP. Jetzt ist Schicht. Schicht im Schach. Jetzt ist Schicht, nee. Mini-Packer Level 5 einfach Punktlandung. Sehr gut abgelenkt. Gut gemacht, Kobolde. Nice. Nice. Der roastet jetzt alles weg. Richtig und richtig. Das Sussi Wussi ist mein Gegner. Ja, chillig. Plus 30 Trophäen. Ich bekomme gleich die Hexe aus dem Trophäenpfad. Bei 550. Oh, der Feuerball! Es gefällt mir nicht, wie hier einige bei den Karten reinlacken. Ja. Floppy hat den komischen Discord-Server oder in den Discord-Channel geschickt, wo ich nicht drauf kann. So ja, stark, Kollege, smart. Ja, aber du bist ja drin als Erster gewesen. Mein gegnerischer Typ heißt Box Like N für Ski. Okay. Discord? Ja, das ist ein Fortnite-Spieler, by the way. Du, ich hab Mauerbrechen, was ist das? Ja, das ist Fortnite. Aber nicht wundern, die Mods von Trimax, die sind mit anderen Accounts drauf, die sind natürlich dann die ersten drei im Clan. Hast du mir auf Twitter gesagt? Ach, hast du. Ehrenmann. Klar. Junge, mein Gegner ist gut! Also wirklich real talk. 20 Sekunden noch. Du bist an dem Clan bei gesehen. Habt ihr schon Supercell deconnected? Na, es war ja am Ende des Streams. Ja, das habe ich dir bevor der Stream anging gemacht. Jungs, warum pennen ihr alle? Ich musste das auch machen. Ich wollte ja auf meinem Handy noch einen Account erstellen. Das dauert doch ewig lange. Ich war für ein faires Environment hier. Wenn ich versuche auf meinem Handy einen neuen Account zu erstellen, ist da irgendein chinesischer Account, der gebannt ist. Ja, oh mein Gott, ganz knapp gewonnen. Ich habe gegen Trimax Noob gewonnen. Der war der Noob, der Typ. Ja, das liegt. Ein paar Emotes rüber senden. Ah, Hexe, ab 550 Pokal. Ja, chillig. Ja, hab ich gleich, aber mein Gegner ist irgendwie. Nicht nur ein Fortnite-Spieler, auch ein guter CR-Spieler, Mann. Ich krieg also keine epischen Karten. Das ist ein Meme von Fortnite, das ist kein wirklicher Fortnite-Spieler, sondern... Okay. Box-like Fischi, das sagen die so, weil Fischi eine... Also Benji... Ach, scheiß drauf. Ich hab's verstanden. Aber du kennst ihn, Max, oder? Benji? Nein. Benji Fischi, willst du mich fragen? Benji Fischi kenne ich, aber ich kenne nicht... Ja, der, hä? Oh, wow. Was ist das denn für ein Insider? Einfach der Typ, oder was? Das sagt man so, Boxing-like Fischi, weil... Alter, geiler Insider. Je mehr ich drüber rede, desto peinlicher wird's einfach irgendwie. Voll der Scheiß-Insider. Das ist einfach Fortnite-Insider. Können die geil sein? Nicht wieder ein Scheiß-Prinz. Er stirbt nicht. Der Prinz stirbt nicht, tötet 7000 Truppen. Scheiße, Mann. Fertig. Reapers, warst du eigentlich auch mal Pro in Fortnite? Hast du mal Turniere mitgespielt oder gar nicht? Ja, nee, hat er nicht. Max, daher kenne ich Max. Okay, okay. Ja, er war so Content Creator. Ich bin Ohne Witz, ich verliere gegen den Fortnite Insider vielleicht. Du verlierst ja das Game. Ich verliere das Game hier auch. Er hat Prinz Mauerbrecher an die Brücke. Ich kann nichts dagegen tun. Und der findet das witzig. Hol dir den Turm, Bro. Den gönn ich dir. Er macht Fehler. Let's go. Man Korn als nicht-OP Clash Royale-Spieler. Ich habe 190 Pokale. Ja. Und vielleicht die Hälfte aller Games verloren oder so. Welche Scheiße. Ist deine erste epische Karte gewesen? Fühl ich mit dir. Baby. Oh, du hast auch genau wie Max die schlechteste bekommen. Richtig. Das ist so unlucky. Weil du würdest noch so viel mehr Matches gewinnen, wenn du die bessere epische hättest. Also ich glaube mal, aber ich ist auch schlechter, wenn man sie nicht gut einsetzen kann. Das Ding ist halt ohne Miner, so, die bringt halt nichts. So, du, ja, du kannst keine Brücke spammen, dann overcommitten die meisten. Ja, okay, die meisten checken, wie sie gerade verteidigen müssen. Das ist halt so. Ich kann nichts gegen die Typen machen, ne?
Okay, ja, eingeben, ist das low. Dann habe ich die Hexe. Das wäre wichtig. Also mit der Hexe kommt man mega schnell voran. Auch die ist ultra stark. Schaltet man die Hexe direkt frei oder ist das dann... Ja, so die kannst du aussuchen. Ja, kannst du aussuchen. Mit Giant's Gate halt. Aber Giant's Gate nimmt da keiner. Hoffentlich. Überlebt der Dude das? Der Dude? Komm schon! Ich kann jetzt gegen ihn machen. Ist das nicht mega krass? Zum Packer setzen? Der Prinz one-shottet mein Mini-Packer. Mauerbrecher Prinz. Ich hab verloren einfach. Bixwin soll man bei Trimix schon ihm helfen. Naja, soll er echt machen, dann verliert Bixwin die. Hier geht gar nichts. Bixwin, hilf ihm mal, du musst mal zuschauen. Du musst erst mit dem Feuerball predict. Ja, ich merk das. Oh, Skelettarmee, so nervig. Da kommt der Schweinereiter. Ich will einen Zepper. Turm ist weg. Nee, doch nicht. Ich werde von irgendwelchen. Oh, Mann. Ich will Zepp haben gegen diese räudige Skami, die hilft mir. Genauso spielt man das nämlich ab. Übel krasser Kite. Aber bringt nichts, ne? Ich spiele Out of My Mind gegen einen viel zu mächtigen Gegner. Aber ich kann nichts tun. Hallo, bin ich noch Discord? Das ist jetzt einfach ein Feuerball. Jetzt bin ich sogar disconnected, wie schwach. Er kann einfach einen Zauber rüberwerfen. Ist durch. Discord down. Wieso ist Discord down? Ey, ich dreh durch, Mann. Was soll ich machen? Der Baby Dragon ist so shit. Ich dachte, das Game steht und fällt mit der ersten Legendary, die wir kriegen. Aber Baby Dragon, ihr seht die Matchups, die tun ganz schön weh, ne? Einfach Discord down. Guter Öffnungsmove. Dein Server ist down. Ja, Discord-Server ist down. Jo, seine Kobolde, das sind Level 6. Meine ist Level 4, die kriegen ihn nicht tot. Mal ein Pfeile-Predict-Ding machen. Aber bad. Das, er ist auch super bad. Wie kann ich neu connecten? Wieso ist der Discord down? Das ist nicht okay. Ey Leute, ich glaube, die Free-to-Play-Challenge wird richtig, richtig geil. Das sage ich euch. Scheint euch auch zu gefallen. Alter, 47.000 Live-Zuschauer alleine hier. Giant Kobold Fass, auch sick. Auch ein sicker Angriff. Er hat kein Elixier, ich geh mal links rein. Ich gehe stark davon aus, dass er noch den. Boah, geil. Schaut's euch an. Schaut euch das an. Das ist ein Sau. Das war. Also, dass ich sag, da gehe ich nicht mehr rechts rein, sondern links schmeckt. Boah, 400. 400 HP nur noch. Spielt er noch? Oh ja. Vor allem die epische Karte ist ja dann auch die Karte, die man auf dem sicken Level hat. Ne? Die ist ja, das ist die einzige Karte Level 6. Also ich weiß nicht, ob der Prinz insgesamt so OP ist, aber der Prinz Level 6 ist so OP. Wo ist wieder drauf? Hallo, sind wir wieder da? Ja, ja. Der größte Discord Deutschland. Fuck! Alter, wichtiger Three Crown. Yo! So. Was war das denn? Ja, wir waren gerade 70.000 Leute hier live irgendwie auf dem Server. Chillig. 70.000 einfach. Ja, ist glaube ich der größte Europas. Was? Entweder. Hm? Wait, what? Du hast den größten Discord Server Europas? Ja, du steckst da nicht drin. Meine Mods machen unfassbare Arbeit. Der Server ist größer als ich. Was? Ja. Hey, oh Gott, holy shit. Ist nicht meiner, gehört mehr meinen Mods als mir. Was die da machen, ist Wahnsinn. Ich hab den Hunter. Shit.
Ich habe jetzt endlich DPS. Max, kann jemand Morten Rechte geben, dass er selber joinen kann oder sowas? Ich habe ihm doch schon 5-mal Rechte gegeben. Echt? Er kann irgendwie nicht joinen. Das fasse ich nicht. Ich gebe ihm jetzt so doll Teamleitung, Alter. Teamleitung? Oh Gott. Schalt mal den Discord. Gleich Discord gehackt einfach. So, jetzt habe ich den Hunter. Wichtig, ganz wichtig. Ja, wir haben die Hexe auf jeden Fall genommen. Giants Gelden ist relativ kacke. Da ist er ja wieder, sehr gut. Hallo, hallo. Hex ist gut. Hey. Danke. Danke, dass du deine geheimen Infos mit uns teilst. Ja? Grabstein oder Valkyrie, bitte? Valkyrie. Valkyrie habe ich aber schon frei. Ich frage jetzt so viel Late-Game-mäßig. Grabstein ist kacke. Ja, Valkyrie Late-Game. Okay. Valkyrie Late-Game. Okay. Und beide nicht in dein Deck. Ja, ist nicht. Ich habe jetzt Hunter und Mini-Packer. Ich glaube, ich kann jetzt endlich Schaden machen. Junge! Steckdosen habt ihr, Jungs, bei mir. Unendlich viele, unendlich. Ich hab so ein. Diese Steckdosen mit vielen mehrfach Steckern. Ja, genau. Zwei davon, mehrfach und mehrfach, aber. Du hast trotzdem noch nicht genug. Als Handy-Streamer brauchst du ja anders viel Strom. Was ist das? Ja, ich hab hier vier Mehrfach-Steckdosenleiter mit irgendwie A7 an Dings. Also ich hätte auch, dass meine Bude an deiner Stelle da abfackelt. Bro. Ja, ich habe extra welche genommen, die sicher sind. Also die sich selber, wie nennt sich das? Irgendwie löschen einfach. Ja. Mit Wasser drin. Genau, die sich sehen einfach raus. Oh Mann. Nee, also mit so einer Sicherung. Also dass das nicht passieren kann. Ich habe keine, die hier einfach in Flammen aufgehen können. Ja, es ist relativ nice, sonst ist eine Gartenhütte in Flammen. Ja, das wäre ziemlich assi, ja. Ihr müsst wissen, Flobbys Streaming-Setup ist im Garten. Ja. Also ich habe meine Gartenhütte in mein Studio umfunktioniert. Das finde ich echt geil einfach. Ich stream gerade aus dem Baumhaus. Ja. Junge. Man könnte auch meinen, ich stream aus dem Dschungel, ja. Ja. Aus dem Dschungel. Das ist aber echt bequem. Ich mag die Dschungel auch. Ich kann ja auch so laut schreien, wie ich möchte, weil ich halt echt Abstand habe so zu den nächsten Menschen. Das ist sehr nice. Ich wird auch ziemlich abused manchmal. Ich hätte echt Angst, dass irgendeiner mal nachts in den Garten kommt dann irgendwie. Ja, aber das ist ja fast schon. Das geht nicht, das wäre illegal. Hausfriedensbruch. Das ist ja Hausfriedensbruch, ja. Das wehrt ab. Du sagst, hey, du darfst hier nicht rein. Illegalität wehrt ab. Ja, also es hat echt noch nie jemand gemacht. Es waren zwar mal betrunken auf der Straße und die habe ich dann gehört, aber hey. Okay. Aber hey. Flobby, Stilover kommt dabei rein, Junge. Weil mit Hunter ist direkt chilliger. Ich kann einfach Giants töten. Das ist Wahnsinn. Hexe statt Mast. Ja, stimmt, ist die Hexe rein. Ihr seid so schlau. Ich habe Giant, Hexe, Hunter mit Prinz. Das ist doch jetzt geil. Das ist basically GG, ja. Damit kann man auf 1000 Pokale. Oh, wieder gelöscht wird. Ja, ich hab Spaß! Und dann krieg ich eine Leggy und dann bin ich froh und glücklich. Max, der Einzige in Arena 1. Scheiße, Alter. Also Leute, die Hütten spammen, machen mich so sauer. Sind das nicht Bots? Nee, das ist direkt... Okay. Guck mal, er hat einen Prinz und er wird gethree-crowned. Let's go, Junge. Genau da sieht sich Big Spin. Stark Big Spin. Hexe am Start, so. Ja, wir sind ungefähr gleich auf. Let's go. Oh, Junge, als ob eine Valkyrie. Noch 5 Trophäen und ich bin in der Knochengrube. Alter, Verstrobel endlich. Ja, gucken wir, ob Verstrobel dann direkt seinen Skill zeigen kann, wenn er wieder. Verstrobel wird aus seinem Fortnite-Turnier direkt rein in die Free-to-Play-Challenge, wird erstmal die Mauerbrecher bekommen. Oder den Baby Dragon. Der Baby Dragon beschissen. Weiß nicht. Letztens, wo ich das Stream geguckt habe, war ja schon gebrochen. Ja. Jedes zweite Wort ist einfach Hurensohn. Ja, ja. Er war so sauer. Er wurde heute in einem Valorant-Game am Ende von irgendeinem so Typen komplett beleidigt. So Sachen, die man auf Twitch auf gar keinen Fall sagen darf und so. Der ist komplett ausgerastet. Chillig, chillig. Richtig krank. Alter, 50 Barbaren oder 50 Kanonen? Keine Wahl, oder? Es ist beides kacke. Richtig. Aber wir nehmen die 50 Barbaren. Ja. Vielleicht kann ich dir irgendwann mit euch spenden. Wie nett, du denkst direkt an den Teamplay. Ja. Das ist voll ehrenvoll von dir. Traden, ich gebe euch Barbaren, ihr gebt mir was wie Kanon. Eine Legendary. Ja, achso.
Harkan. Oh, ist das geil. Ich hab endlich Damage. Ich hab wirklich Damage. Der Hunter ist ja neue Lieblingskarte von mir. Ich hab aus dem Battle Pass eine epische bekommen. Aber das ist ein Riesenskelett. Die ist ja, Junge. Wie hässlich. Riesenskelett. Auf welches Level ist euer King Tower eigentlich? Habt ihr schon krass geupgradet? Zwei. Auf drei. Ich hab auch noch auf zwei. Okay. Drei. Ich spar mein Gold. Aber ich weiß nicht für was. Ach nee, Mann. Riesenskelett. Das kann man ja gar nicht mehr spielen. Du hast du recht. In der nächsten Arena kannst du Golem freischalten. Oh mein Gott. Aber was bringt dir es? Mit Riesenskelett. Oh, ich liebe Golem. Ich liebe Golem. Golem ist ein Boost direkt. Golem ist verbunden. Einfach. Was ist nochmal deine andere epische Karte? Hexe, Prinz und Riesen. Digga, warum habt ihr. Du hast Hexe und Prinz! Naja, man schaltet Hexe durch den Battle Pass frei. Und Hunter auch. Also ich habe Prinz und Riesenskelett bekommen. Eigentlich nicht so geil. Prinz ist halt geil. Ja, aber Golem Hexe ist dann schon OP mit Prinz, oder nicht? Ja klar, aber die Hexe schalten ja alle frei. Die kriegen alle bei 550 Trophäen, kriegt ihr alle. Nee, manche können auch. Also Lost in ihm Giant Skelton dann. Hä? Man kann auch auswählen, welche Karte du willst. Ja, manche sind so los. Nee, also alle an alle hier bei 550 Trophäen die Hexe wählen. Niemals das Riesenskelett. Die ist echt schlecht. Ich hab einfach verloren. Ich sehe es einfach schon in so einer halben Stunde. Yo, ich hab richtig heftig verloren einfach. Der hat mich so auseinandergenommen. Gott, ist das schrecklich. Ist das schrecklich. Das sind so unendlich viel geilere Decks. Sauer einfach. Ach, der Prinz ist so heftig. Vor allem, es geht, ich glaube, der Prinz ist gar nicht so OP. Es geht darum, dass der Prinz Level 6 ist. Ein gechargter Prinz Level 6 gegen den Mini-Packer Level 3 ist sehr Frust. Ja genau, der ist zum einen OP, aber zum anderen hat er auch einfach instant, weil es eine epische Karte ist. Ja, weil er Level 6 ist, nur deswegen ist er so stark. Ich sag's dir, wenn ich jetzt ein Mini-Packer Level 6 hätte, würde er genauso heftig rasieren. Hast du schon recht. Hast du keine Skelette freigeschaltet? Nein, nein. Die bekommt man aus dem Trophäenfall, bist du noch nicht so weit? Nein, bin ich noch nicht so weit. Ich hab's mit meinen Karten, mit dem scheiß Baby Dragon ist es nicht möglich. Gott, es hat auch jeder Mini-Packer Prinz seit 30 Trophäen. Ja. Tatsächlich richtig. Ah, der Hexe-Prinz ist ja so entspannt. Hexe-Riesen ist so entspannt. Es ist so geil, ne? Hexe-Riesen ist so broken. Keiner kann's verteidigen. Weil meine Gegner alle Baby Dragon haben. Die armen. Oh mein Gott, Alter, ich bin so sauer auf dich. Oh Mann, ey. Ist das frustrierend? Ich dachte echt, der Baby Dragon ist geil. Ich hab mich gefreut ein bisschen irgendwie. Ja. Stimmt, ey, wir hätten echt mal Bless fragen sollen. Der wäre vielleicht auch dabei gewesen. Wäre mega witzig gewesen. Vielleicht ist er noch dabei, vielleicht steigt er ein. Ich frage ihn mal. Macht das, spielt er? Ja, der hat auch, ja, der hat Clash Royale sehr aktiv gespielt. Der war übel gut. So 4500 Pokale oder so? Lol, nice. Ist Caruso nicht auch eigentlich ganz okay ins Ster? Ja, Caruso ist auch. Caruso verliert mit Ego und gegen nur Damage. Ja. Ja, Junge, hat er nicht gegen dich oder gegen Floppy gespielt? Gegen Max gespielt. Ja, gegen Max gespielt, aber Big Sven hat Max gecoacht, also von daher. Und hast du Caruso gecoacht? Max hat gewonnen. Ich habe gegen Caruso auch schon viermal gespielt und er hat zweimal fast gewonnen. Ja, aber das ist ja was anderes. Er ist gut, Caruso ist gut. Also als er gegen mich gespielt hat, er hat so heftig gethrowt. Ja. Das Game habe ich sogar gesehen. Ja, das war insanely bad von ihm. Drei Valkyren. Solide nächster Freak-Round, wichtig. Aber ich will mehr. Ey, bei 850 Trophäen bekommt einfach Golem, hä? Wo bist du denn, Alter? Bin ich jetzt auf 300, bitte? Müsste, oder? 700 irgendwas. Ich bin bei 300. Ich bin in der Knochengrube angekommen. GG's. Da geht das Spiel jetzt nicht gut. Wir trotzdem verlieren, aber es kostet alles Zeit. Neue Stufe. Zeit ist Pokale. Einfordern. Bitte, jetzt eine starke Goldkiste aus dem Pass. Battle Pass, Leute, wir machen es bei 1000 Trophäen. Valkyrie und Bomber. Pfeile und. Den Giant. Soll ich den Giant wieder mit reinpacken, lieber? Giant? Wenn du Minipack. Was ist besser? Giant oder. Giant 4 oder Hawk 5? Giant. Hawk ist komplett useless, weil sobald du die Hexe hast, wirst du nur noch Giant Hexe spielen. Dann bringt dir das auch nichts. Giant ist long term besser. Meine Rede. So, Jungs, was läuft? Wir sind voll am Rasieren. Komplett. Echt? Alle. Die Leveler-Partner hier? Perfekt. Hast du Werbung gemacht? Na, selbstverständlich. Guter Mann. Junge, überragend, was ich gerade mache. Neues Sonderangebot erhältlich. Für dich das erste Mal, glaube ich. Lul, ich bin's. Nelson aus keinem Clan. Sag mal, Big Spin, was ist denn los bei dir?
Echt so, man kann halt wirklich verlieren. Das ist halt wirklich kein Joke so. Ja. Okay. Komischer Challenge. Wer als letztes. Ja, Digga, ich spiel gegen Sarah, ist wack. Das ist verliert. Ist ziemlich cool. Ist ziemlich ich hab verloren. Aua! Nicht so laut. Nicht so laut, Big Sven. Die Nachbarn. Die Nachbarn. Ich fasse es nicht, Digga. Er hat das gleiche Deck wie ich, nur besser. Geil, die Nachbarn. Oh Mann. Weiter geht's. Erstmal mit Mental Reset. Schläger Feuerball. Alle schreiben in mein Chat, dass Trimax am Verzweifeln ist. Ich bin jetzt gerade gut am Rasieren. Ja, so. Sobald du die Hex hast, bist du so am durchrasieren. Es waren nur Startschwierigkeiten bei Max. Mhm. Jetzt habe ich einen Hunter, jetzt kann ich dich zu mal. Jetzt ist mein Deck okay. Leute, wir gewinnen sowieso. Ich werde immer auf die drei Kronen gehen, aber dadurch mache ich das Game nochmal knapp und brauche am Ende 10 Minuten. Ja, genau das ist es. Gut. Das ist ein bisschen zu greedy. Also der Hunter-Hit auf dem Schweinereiter, der schmeckt schon irgendwie, ne? Ja, ja. Aber ehrlich gesagt spielt noch niemand Hockrider bei mir. Ich hab noch nicht einen einzigen Gegner gefaced, glaube ich, der Hock hatte. Bei mir spielen halt alle Riese. Die Tiere im Dschungel wollen schlafen. Ah ja. Deswegen bitte Ruhe, Bixman. Du hast durchlaufen lassen? Kann man Kobold fast durchlaufen lassen? Nee, ne? Kommt noch welches Level ein Turm ist, wenn der 3 Hits. Auf keinen Fall. Ich bin Level 3 gegen Level 6er. Okay, dann nicht. Das war dumm. Level 6er spielst du schon? Nee, also das Kobold fast ist Level 6, weil es eine Epic ist. Nee, ja, dann mach's nicht. Oh. Weil dann braucht der Turm 3 Hits. Ja, hab ich gerade ja, gesehen, das war ultra dumm. Oh, mein Gegner hat aufgegeben. Witzig. Das ist witzig. Oh, er hat doch nicht aufgegeben, weil er ein Bot ist. Ja, doch. Man kann easy comeback in der Challenge, wenn man halt eine gute Legendäre bekommt. Das Comeback-Potential da. Mhm. Mhm. Liebe Comeback-Potential. Mega nice. Die klärt da schon. Alter, mein Gegner. Also Hexe ist ja wirklich so nervig. Ich habe halt kein Poison gegen die Hexe. Ich muss Feuerball Pfeile drauf klatschen und trotzdem überlebt sie. Okay, plus 30. Was ist das für eine Lache? Er wirft Feuerball auf mein Giant. Ihr habt doch alle schon die Hexe, ne? Ja. In welchem Level, welches Level seid ihr eigentlich im Pass Royal? Das ist eine gute Frage. Oder 6? Das ist auch eine gute Frage. Okay, ach. Rambock oder Barbarenhütte, das ist ja beides scheiße. Warum machen die sowas? Egal, ich hab bald Golem, Junge. Gekackt. Hast du Golem? Bald, bei 950 Pokalen gibt's einfach eine Giant Chest, das ist ja richtig geil. Also die kann ja richtig rein... Oh ja, Giant Chest, die kann ja richtig lullen, holy moly. Also wenn die geil wird, man so 30 Milliarden Mini-Packer bekommt, das ist ja mega nice. Wichtiger Win. Aber man kann auch einfach. Meine erste Niederlage einfach, wow. Was? Nein, oh Gott. Wow, ja, das ist mal. Was sind die potenziellen legendären Karten, die man bekommen kann? Wo bekommt man sie und was sind die besten und was sind die schlechtesten? Bitte Analyse, Bixbin. Hexe bei 550. Du kannst, also legendäre Karten, du kannst drei am Anfang kommen direkt bei 1000 Euro finden, weil ich guck mal gerade nach, wie das sind. Sie laufen zwei nur: Lava Miner. Beide nicht so geil. Ja, genau, Lava und Miner, also da wäre wahrscheinlich sogar besser, wenn du Lava bekommst. Oh, und dann geht's ab bei 1300, ne? Dann kannst du aber aus jeder legendären Truhe, kannst du halt alles bekommen und die erste legendäre Truhe kommt bei 2000. Das heißt, oder 1950, wenn du die hast, dann geht es alles. Also dann wäre wahrscheinlich am besten sogar sowas wie Mega-Ritter. Ja. Oder so Mutter dicken Allrounder. Legendäre Truhen sind halt broken, da kannst du, kannst alles ziehen, das ist halt so stark. Ja, am schlechtesten wahrscheinlich so Prinzessin. Das ist halt hart kacke. Mutterhexe oder Sparky oder so sind halt so broken. Sparky kriegt halt keiner verteidigt. Ja, voll, es gibt gefühlt noch keinen Sepp, man hat einen Sparky. Ja. Aber ich habe auch noch nie jemand gesehen, der in dieser ersten legendären Tour einen Sparky gezogen hat. Ich glaube, es geht gar nicht, weil es zu stark wäre. Also halt so Win Condition, die Schaden am Turm machen, sind glaube ich am besten so. Einfach so, wo Gegner nicht drauf klarkommen. Mega-Ritter, ja. Sparky. So, keine Ahnung, so Support-Truppen wie Prinzessin halt hart scheiße. Das stimmt. Ja. Ich glaube, Graveyard ist auch nicht so gut, weil du halt richtige Supportkarten hast. Das ist halt kein Poison und so. Oh. Nein. Es gibt mittlerweile auch so viele. Nein. Ja, okay, Lock ist, glaube ich, auch nicht so nice, das stimmt. Oh Gott, nur ein 1-0-Sieg, eine Krone nur bekommen. Zum Tryhard, Mann. Das ist aber echt krass, wie viele legendäre Karten es mittlerweile gibt. So. Ich bin so sauer, Digga, mein Baby Dragon. Es hat wirklich 100% jeder Spieler eine Musketierin Level 4. Ja,
das ist es. Und ja, obwohl mein Baby Dragon Level 5, Level 6 ist, das bringt nichts. Das bringt einfach gar nichts. Ja. Oh, der tut echt weh. Schreibe ich es einfach Morten in Gartic gefunden. Scheiße, Alter. Ich will echt nicht Morten Gartic Phone sein, Alter. Ich hab verloren. Mein erstes Game. Sick. Will nicht Reapers in CR sein. Ich glaube, wir zu Reapers in Real Life sein, Bro. So. Scheiße. Der hat mich geteabaggt mit einer. Ja. Hat einfach wieder einen Prinz. Wann krieg ich meinen Prinz? Wann krieg ich meinen Prinz? Gar nicht. Ich will auch mal einen haben. Also aus Natur halt. Magietruhe, die kriegst du irgendwann. Eine Magietruhe. Ja. Hey. Junge, ich bin im Pass Royal bei Level 10. Das wird wichtig. Er hat Prinz und Skelettarmee, das macht mich so zornig einfach. Zornig? Zornig will man nicht sein. Ich spiel gegen Drew. Ist ein Bot, oder? Aber der ist in einem Clan, nee. Das kann kein Bot sein. Nee. Ich glaub, Bots gibt's tatsächlich wirklich erst ab irgendwie 2000 oder so. Es gibt jetzt schon Bots. Ja, gibt's schon? Goldtruhe. Ja. Achso. Wenn du gegen Aber Leute gibt... um den Clan spielst, die ganze Zeit irgendwelche Hütten spammen. Billy Packer, da ist er! Aber es gibt nur Bots bis 3000 Pokale. Also, ja, das dauert noch lange. 4000, glaube ich. Oder 4000? Ja, kann auch sein. Aber das kann sein, dass es geändert wurde. Seit dem letzten Update gibt es vielleicht wieder mehr Spieler so in der Turbinenreichweite. Ja. Chill ich, let's go. Bots von 0 bis 4000, ja. Ja. Bitte aufhalten, Trupp, bitte aufhalten. Gut. Ist einfach doppelt so alt wie Morten, Junge. Ich bin jetzt auch nicht ein 16-Jähriger. Boah. Ja, nur von der 16-Jährigen. Ich bin ein 16-Jähriger, glaube ich, oder? Skelett, Army ja, Prediction. Ich bin 21, genau. Hit. Der 20 bald, Leute. Hit. So, hey, Morten, du warst vor kurzem noch 17, was lügst du? Lüge ich, Junge. Alle sagen, ich Alter, ich hab wie ein junger Gott gespielt. Wahnsinn, Wahnsinn. Gegen Schmusedeck also Free-to-Play. Spielt ihr auch 100% nur gegen Leute, die eben gerade auch angefangen haben aus unserer Community? 100%, 100! Nee, 100 nicht. Nee, lüg. Ich hab vorhin gegen Albert gespielt. Ich hab immer einen deutschen Namen und dann F2P dahinter. Albert! Ja, dann spielst du gegen Leute, die deinen Stream gucken und die sind halt. Jetzt hab ich Skelette, let's go. Aber unter den E-Sportlern ist Morten, glaube ich, ist ein Clash Royale E-Sportlern schon mit einem Rentner fast, muss man sagen. Ja, also jetzt übertreib doch nicht, Junge. Das ist ein Rentner. Du bist in Fortnite auch. Also du bist einfach der Fortnite-Spieler, der Profi aus der Dings-Szene. Oder? Junge, die Spanne ist von 16 bis 22 vielleicht. Also es gibt ja eine WM aktuell, eine CR-WM und in der Rangliste aktuell. Weil es noch nicht geupdatet ist, ist Morten auf Platz 1 der Welt tatsächlich, ja. Ja, aber ich bin. Ja. Von den Gesamtpunkten. Ist schon ein bisschen Welt. Rentnermäßig, muss ich sagen. Ja, ja, ein bisschen rentnermäßig, muss man schon sagen. Ja. Natürlich. So Rentner. Ja, okay. Ja. Die meisten in meinem Dunstkreis sind halt so 16, 17, das stimmt. Ja. Ist echt nicht so geil, wenn man sofort gegen so 3 Jahre Jüngere aufs Maul bekommt. Ah, so junge Hüpfer, ey. So junge. Ist echt nicht so nice. Ja, ich habe 25. Ja, es gibt auch so 25-Jährige. Geil, ich hab Joker. Ah, aber Bahn. Als ich das erste Mal mit Big Spin gecastet hatte, damals 2016, da warst du irgendwie noch in der 9. Klasse oder so, ne? Oh der Maul, Gott, ja. Wer, 9? Big Spin? Ja. Aber ich war knapp 18 zum ersten Mal, als ich mit dir Kontakt hatte. Ja, umso schlimmer, dass du in der 8. Klasse warst. Bixel ist einfach mit 21 schon Bachelor fertig. Aber ich spiele gegen Neymar Messi. Okay, das ist hart. Hm. Der macht Golem an der Brücke! Joy dann. Golem. Ja, wahrscheinlich, weil er gedroppt ist. Also ist Level 3, der ist Level 3! Ja, wahrscheinlich, weil er Golem. Hat den Golem bekommen und jetzt hat er, ist er getildet. So ein Assi! So ein Assi, aber auch unerhört. Ich hab Barbaren genommen, die sind glaube ich besser als Kanone. Er wagt es, einen Golem gegen mich an die Brücke zu spielen. Wie kann er es wagen? 60, Mann. Wie kann er das wagen? Okay, das war's. Wir haben Neymar-Messi gezogen. Let's go. Nein, bitte kein Fußball-Talk. Was? Ja, gleich kommt wieder Messi. Level 3, Hawk, let's go. Let's go, guter Win. Guter Win, ich hab'n Run. Junge, ich hab grad so einen Freecorn-One.
So geil. Okay, Minipacker, let's go. Minipacker, Pfeile, beides können wir upgraden. Wie wird Python auch wichtig geschrieben? Oh, Moment. Hä? Was? Crown? Go, Crown? 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 Oder Clown? Morden, Alter. Falküre und? Ich hab 10 mal 3 Kronen in so. Der gute 3 Crown. Achso, er wollte die Meme, Alter. Ihr Keks, ich hab's erst jetzt gecheckt. Schade, Mann. Gut gespielt. Sam Game. Let's go. Rein mit Giant da an der Brücke, auf geht's. Ja. Trimax Comeback noch. Weg, Alter. Das wäre alle drei Kämpfe mit 3 Kronen. Oh Mann, es wäre in eine Minute 3 Kronen gewesen und er setzt noch was. Weil jetzt dauert das Game noch eine Minute. Nicht weinen, Phobi, so. Nicht weinen. Hey, Mann. Geht nicht los. Ja, das ist offiziell ein zweiter Count, ich glaube auch. Let's go. Der eine Minute 3 Kronen ist am Start. Alter, das war stark. Jetzt habe ich Musketieren und den Giant. Wenn er jetzt keine Skeleton Army hat. Let's go. Geil, ich kann auch gleich Golem ziehen. Das war so gut gespielt. Danke, Mann. So krass. Ja, jetzt mixt mir eigentlich. Der ist 31, oder? Ja, genau, richtig. 31, ja. Man könnte denken, er ist jünger, aber. Der ist mega schwierig. In der Zeitspanne von 20 bis 30 Leute einzuschätzen, wie alt sie sind. Mixen würde ich zum Beispiel so auf 23 schätze normalerweise. Ja, ist auch nicht falsch. Also, ich bin zwar 22, aber ist nicht so falsch. Da war schon ein Unterschied, finde ich. Was? Ja, Pixel sieht aber auch recht. Der sah auch schon immer 5 Jahre älter aus als ich zum Beispiel. Ja, aber auch du durch sein Bart. Mit Bart jetzt nur. Vorher sah ich aus wie. Ja, Bart, aber den Bart hat er jetzt auch schon länger. Also stimmt, das stimmt schon, aber. Nehmen wir Golem oder Bartbarrel, Leute? Bartbarrel. Ich wollte auch gerade sagen, Junge, wie scheiße. So scheiße, so unwitzig. Hm. Ja. Wir nehmen den Golem einfach mal. Wo ist eigentlich Spark? Der genießt. Der muss das. Spark spielt. Du spielst das Game zum ersten Mal, oder? Nee. Ich hab auch Ach, schon. Achso, du hast auch schon mal. Okay, ich hab auch schon mal. 2017 habe ich mein eigenes Projekt gemacht auf meinem Zweitkanal. Dann war jetzt 2019 oder 2020 Anfang hier die Free-to-Play-Challenge und so von Max. Aber da haben sich alle dann auf Clash of Clans konzentriert und. Clash Royale wäre irgendwie so, keine Ahnung. Nebenbei, ja. So gedacht, ja, habe ich gemacht, Leute. Hat sich so erledigt gehabt irgendwie. Und das ist jetzt sozusagen der dritte Account und ein privat. Ich habe, glaube ich, 4 Clash Royale Accounts. Ich bin gerade nicht live, weil, wie gesagt, ich habe noch kein Tablet. Ich habe das erst bestellt. Muss mal gucken, ob ich das alles einrichten kann. Und guck einfach mal, wie weit ich jetzt komme. Zock so ein bisschen mit euch mit. Und Alter, verdammt, an die Brücke, oh Gott. Ach so, dringend den Prinzip. Jetzt du dazwischen Clash. Bin ich auch noch in Grube. Das darf man? Ja, ich hab den Golem reingenommen, Leute. Golem ist, glaube ich, nice. Oh Mann, will ich auch haben. Ich find's ganz merkwürdig, mit Spark und mit Big Spin zusammen in einem Call zu sein. Weil es ist quasi die gleiche Person. Der eine ist auf Clash Royale spezialisiert, der andere auf Minecraft. Ja, Clash Universe. Verstehst du, was die meinen, Spark? Ihr seid beides komplett analytisch unterwegs und ultra tryhard und wandelndes Lexikon in euren Games. Ja, true. Da kannst du nichts gegen machen, Big Spin. Vielleicht will ich das aber gar nicht. Aber ich glaube, Spark ist das Allrounder-Lexikon. Big Spin ist halt so das Clash-Lexikon. Mhm. Aber schlechtere Sachen zu sein als das Lexikon, oder? Mhm. Also ich sag mal so, in allen Games, die ich anfange zu zocken, bin ich halt mehr so der Wissenstyp. Ich saug alles auf, was ich finde. Jetzt auch in Ark. Ich habe gestern auch gestartet. Dass du saug gesagt hast, ist mega nice. Das passt perfekt. Das findet er mega nice. Ja. Alter! Wer ist das? Fabo Free-to-Play? Oh. Ist das der echte Fabo? Fabo? Nein, Fabo hat sich gerade. Spielt ihr gerade gegeneinander, oder was? Fabo meint sogar, er hat sich nicht Free-to-Play genannt, oder? Er hat sich nicht Free-to-Play genannt, stimmt. Das ist wahrscheinlich einfach ein Fake-Account. Fake-Account? Er meint, er hat sich jetzt verpeilt. Wie witzig einfach. Ist er nicht? Imagine einfach. Junge, einfach das Only One jetzt hier gewesen wäre das. Das ist jetzt zu geil. Fabo? Wäre das so abwegig, dass das passiert? Ja. Fabo, ich spiel gerade gegen Fabo Free-to-Play. Hä? Nein, ich bin nicht Ingame. Ich weiß. Anderer, der hat sich so genannt. Der spielt einfach wieder Minecraft. Kein Bock mehr. Es gibt tatsächlich jetzt schon Leute, die dich gefaked haben, Fabo. Hä, warum? Was? Der heißt genauso wie ich. Der heißt Fabo Free-to-Play. Nur Free-to-Play halt noch.
Ja, ich auch. Skelettarmee. Wechsel Level 2 aus der Goldtruhe. Ja, ich hab die Unlucky, Digga. Oh mein Gott, und Golem jetzt auch. Ja, jetzt hast du halt so ein OPs Golem-Hexen. Ach so, mit Leerzeichen. Ich bin gerade aus dem Game raus, aber ich glaube, ich habe gegen einen gekämpft, auch gerade Trimax F2P, der 1:1 genauso hieß. Ja, ja, wahrscheinlich mit einem Leerzeichen dazwischen, oder? Ich kann sagen. Man kann sich genau gleich nennen. Man kann sich genauso nennen. Ja, ja, man kann sich identisch nennen. Der Wixbill? Ja, Junge. Das kennst du. Ungefähr. Ich wette, so viele Zuschauer haben sich gleichzeitig den Account erstellt, wo wir angefangen haben und deswegen... Ja, safe, auf jeden Fall ganz viele. Ey, das ist aber auch mega geil, dass das so viele gemacht haben. Ja. Das ist voll das bindende Projekt. Ah, ja, jetzt gibt es aber laute, starke Gegner, weil das alles schon Leute sind, die wegen zweiter kommen. Ja, leider gibt es auch diese Anfänger, angeblichen Semi-Pros, ja. Boah, das heißt, wenn er jetzt nachts um 3 oder so spielt, wette ich mich euch, dass das viel einfacher wird. Ey, das ist mega smart von dir, du hast recht. Ich bin noch das ich auch erstmal machen. Stimmt, nachts wird es voll easy sein, weil die Kinder schwach. Mein Gegner ist jetzt im Clan gejoint. Komm später vielleicht Discord, er ist schon auf 100 Pokalen. Oha, er macht ja richtig jetzt. Chef Pobel, Junge. Ja, Chef ist im Clan. Wichtig. Und warum lassen Digga, wie kann mein Gegner so am sweaten, Mann? Ja, ich hätte auch keiner 3-Crown, ich muss auch die ganze Zeit. Du, er macht einen Feuerball gegen so einen 1-HP-Packer, Hauptsache. Da bin ich gezielt drauf. 187! Das ist vorbei einfach. Golem und Hexe Level 2, das ist vorbei. Er lacht, weil ich nicht gestreakcrowned habe. Im Match ist es Fatal Strobe, ich glaube nicht. Er muss dann über Nickel Joint sein. Krieg ich den Link auch? Könnte aber wirklich sein. Ja, aber er muss ja den Link haben, um den Clan zu joinen. Ich habe den vorhin aus Versehen gezeigt. Okay, also wenn da irgendwer den Kabel weg. Aber ich glaube, das ist nicht so einfach. Ich glaube, das ist nicht so einfach zu joinen. Also man muss halt den ganzen Link abtippen. Ja. Ist das der Mickey von Mickey TV? Hä? Ich muss den Link auch abtippen. Ist Mickey im Clan oder wie? Mickey von Mickey TV. Der Mickey von Mickey TV einfach. Oh fuck. Let's go. Fabo F2P Learn to Play, der Shit. Was? Ja, der war echt bad. Der war richtig bad. Der war richtig bad. Einfach den Namen. Er nimmt deinen Namen und spielt wie Scheiße. Ehrenmann. Sauer. Valkyrie oder Grabstein? Valkyrie. Safe? Ist ein Long Distance Pick. Ich spiel die Valkyrie so oder so nicht. Ja, aber Grabstein ist tot. Der ist so kacke, Mann. Tot? Ja, tot. Auch hier unten, wenn ich die ganze Zeit gegen Prinz und Schweinereiter spiele, ist der Grabstein tot. Ist unnötig. Unnötig, ja. Hab den Grabstein genommen. Oh, und dann wunderst du dich, dass du nicht hochkommst. Das wird noch ultra stark. Wie viele Trophäen hast du jetzt, Max? Guck ich gleich mal. Ich habe gerade noch Gold Chest, wichtig. 3 Gems, 2 Ritter, 3 Minions, damit Minions auf Level 4. 14 yes. Bomber, scheiße. Und 3 Koboldhütten, Giga-Kacke. So sauer gewesen. Bomber ist so verloren. Blitpush. Hep. Der ist nicht der smarteste, oder? Ein Schweinereiter in den Hunter platzieren, mittendrin, macht das... geschissen. Das macht keinen Sinn. Ah ja, alright. Das zeigt, dass dein Gegner extrem ist. Das ist mir auch neu. Der Schweinereiter war einfach sofort tot, Alter. Ja. Du hast einen Graf für Level 5 dabei. Was ist ein Bot, mein Gegner, natürlich. Ein Srikrau nach dem anderen hier. Richtig. Okay, und Rigspin ist auf 800, Flobby ist auf 900. Junge, Flobby, die sind gleich auf. Ich hab keinen 900! Ja. Ich bin bei der Hälfte! Naja, aber ich sag's dir, wie es ist: Hexe und du stompst durch, Max. Das ist wirklich. Ja, dann gönn mir mal die Hexe. Ja, Hexe für was? Für was ins Deck? Für irgendeine Support-Truppe, so Musketier oder so. Ja, aber Musketier. Hunter-Hexe würde ich reinnehmen und Musketier raus. Mhm. Ich krieg gleich eine Giant-Chest nach dem nächsten Game oder nach dem übernächsten. Ja. Und die wird ja so geil. Die wird richtig geil. Wenn die geil wird, dann. Sehr geil. Richtig nice, ja. Wahrscheinlich so Koboldhütte, Kobolde. Nur Scheiße. Ach, der kriegt einen Hit, na super. Krass wird, wie gesagt, für uns alle der Clankrieg sein, weil da kriegt man ziemlich gute Belohnung. Im Clankrieg müssen wir alle richtig aktiv sein und so. Wenn da einer suckt, dann alle einfach immer es auf den Strobel schieben. Ja. Das ist immer schön. Das ist auch wichtig für die Mentalität. Rainbow sollten wir safe immer Erster werden. Ja, Morten. Danke, dass ich zu früh. Wir haben. Ist der Strobel dabei?
Wir sind aber, das Ding ist, wir werden normalerweise Leute matchen, die auf unserem Level sind. Und ich gehe davon aus, dass wir besser sind als die Leute, die wir face auf unserem Level, weil wir mehr Spielerfahrung haben. Ja, ich habe keine Spielerfahrung. Ich auch nicht. Ja, vor allem, man kann sich aber nicht zuschauen. Ihr seid ja keine Hardcore-Bots. Doch, das stimmt. Hm? Hardcore-Bots. Ich bezweifle das. Ihr spielt jetzt auch gegen Schwitzer, weil die auch alles Projekt neu starten. Das sind Leute, die das vielleicht schon seit Jahren gespielt haben, das Spiel. Wir können euch helfen, dass ihr eure CW-Kämpfe gewinnt. Ihr werdet besser sein als der Durchschnittsspieler, der so startet wie ihr. Was ist das denn jetzt für einer? Hoffentlich. Als andere wäre nicht so gut. Beziehungsweise der Reaper ist eh besser als der Durchschnitt, bin ich mir ziemlich sicher. Oh, danke, Alter. Chef auch. Ah. Ein bisschen nur. Aber auch nur ein bisschen. Im Clan krieg nicht. Okay, ich öffne jetzt die Giant Chest. Oha, was? Woher habt ihr die, hä? Aus dem 950 Trophäen aus. Oha, Juki. Ich werde ganze Nacht heute durchspielen. Durch. Kobold-Hütte freigeschaltet. Ich sage nicht. Nice, Kobold-Hütte wild. Battle Ram. Oh Junge. Kobolde. einfach scheiße. Du hast es vorher auch noch gesagt. Oh, ich krieg nur die Ich hab gesagt, was ich nicht will. Und ich spiel Gott gleich, wirklich. Krass. Wow, nein, ganz kurz. Boah, und wo hast du die Kobold bekommen? Aus der Giant Chest bei 9. Ah, aus der Giant Chest, okay. Ja, ich habe immer Valkyren bekommen, jetzt habe ich die auf Level 6, das ist ganz nice. Okay. Ja, spielst du Valkyre? Ja, in meinem Golem-Deck. Ja, ich habe einen Mini-Packer-Prinz. Mit Bomber. Ich hab halt keinen Mini-Packer. Ah, okay. Schwierig. Deswegen ja, stomp ich auch so durch. Stimmt, gleich machen wir das Pass-Opening. Pack-Opening? Pokémon kann? So. Trimax soll aufhören, schlecht zu sein. Das war so heftig einfach. Gott, wie sauer. Oh ja, ich krieg auch die Riesentruhe. Was kommt jetzt raus? Alter, geiles Game. Es war so gut, dass ich den Grabstein mitgenommen habe. Der Schweinereiter ist so sauer. 37 mal Ritter. Spiergops. Riese! Mein Riese! Junge, wie unverdient. Aber ich hab ja den Golem. Ja, wenn ein Riese ein besseres Level hat als der Golem. Gleiches Level. Ja, da fürchte ich. Das kommt halt drauf an. Der Golem ist halt teurer so. Ich glaube, Riese ist noch besser. Aber Golem kann man gar nicht verteidigen, können die Gegner gar nicht verteidigen. Ich mach die ganze Zeit Golem First Play und gewinne. Oh, ich hab magische Gegenstände, ich kann jetzt meine. Die gibt verwenden. Stimmt! Damit kann man seinen Truppen ja auch nochmal mega boosten. Mhm. Das nervt der Typ. PP aus dem PP-Clan. Was ist das? PP. Plus 29 Trophäen. PP. Ein Game. Hä, bist du schon über 1000 Trophäen, Flobby? Nee. Hä, woraus hast du dann diese komischen Joker bekommen? Ich bin Level 4 geworden. Ah. Dann kannst du die erst verwenden. Du musst ein paar Leute abholen. Stimmt, ich muss Level 4 werden. Ey, ich setz Hexe aufs Feld. Wisst ihr, was der Gegner macht? Ja. Schon zum zweiten Mal. Feuerball Pfeile, nur gegen die Hexe. Ja, ein Game. Ja, Mann. So ein sauer hast du auf die Hexe. Wie kann man so sauer auf eine Hexe sein, Alter? Alter, ja, Digga. Das ist schon ziemlich krass. Ich mag es nicht, Alter. Das ist ein Klarname, Alter. What the fuck? Ey, ich mach ihn grad so ein. Gut. Er holt ihn ein, oh mein Gott. Ja, warum geht sowas, Alter? Warum geht sowas? Das war ein Lost. Und jetzt hat er aufgegeben, mein Gegner. Oh. Ja, das ist nicht so nice, Leute. Okay. Einfach erstmal gemeldet. Ich glaube, ich spiele nochmal den Riesen erstmal. Ich muss mit Tieren. Ist doch alles gut, achso. Oh cool, Freecorn. Ja. Hä, kann ich nicht Level 4 nach den Truhen machen? Chat, geht da. Hilf mir mal. Voll gute Level, Mann, what the fuck? Meine Joker. Bist du dumm? Ja, ich habe nicht gesagt, dass ich schlau bin, deswegen habe ich euch ja gefragt. Erst Level 4, okay, Leute. Fieber ist in sehr, sehr viele Games bei mir sehr verzwickt. Mach das jetzt mal so, Chat. Verzwickt. Das heißt, ich bin lost. So machen wir das. So wird ein Schuh draus, Freunde. Er greift meinen Grabstein mit einem Koboldfass an. So wird ein Schuh draus. Würde das Spark auch sagen? Das hat meine Erdkundelehrerin immer damals gesagt. Junge. Ich weiß nicht, hab ich auch so komische Rede drin? Ich glaub nicht. Ich kenn sie, aber das wurde mir von... Ja, stimmt, nee, Spark war auch Buch, aber nicht so Redewendung, oder? Oh, die eine oder andere? Ja, die eine oder andere. Das ist schon zu haben. Ja, Beispiel. Joker ja. Ist auf Level 3. Gefälliges Halbwissen. Safe. Durch raus. Gutes Beispiel, ey, Max. Ja.
würde aber sagen, ab 20 Uhr wechsle ich dann mal zu Ark, ne? Ich muss auch 20, 30 zu Ark wechseln. Das ist ja ganz schön arg. Okay, tut mir leid. Ja, okay. Der Spruch war aber arg daneben. Das war also echt Leute, scheiße. Also Leute, ich soll jetzt das Dach noch Level 4 upgraden, damit ich Joker kann man erst auf Stufe 4 ziehen. Was ist Joker? Sachen, damit man die Karten einfach upgraden kann. Das ist das neue Update, das sehe ich. Das ist das Geile. Ja. Achso, die haben es fällig. Damit kannst du entscheiden. Und sowas, ne? Das ist richtig geil. Du entscheiden, welche Truppe du upgraden musst. Ist so ähnlich wie ein COC. Das ist ziemlich das ist das Heftigste eigentlich gerade bei den neuesten Updates. Free to Play ist das mit Abstand das Heftigste. Warum machen die das? Ist das so nochmal smarter Leute Geld aus den Taschen zu locken mäßig? Nee, einfach nee, eben nicht. Man kommt ohne Geld voran. Ja. Nee, es ist das Gegenteil sogar tatsächlich. Die haben jetzt so viel Geld verdient, dass sie sagen, scheiß drauf, jetzt dürfen wir denen auch ein paar Vorteile bieten. Ja, so auf jeden Fall. Seitdem ich den Grabstein habe, wird alles auseinandergenommen. Okay, redet weiter. Ja, genau, auf den, ja. Ja, ungefähr. Okay. Meine Gegner, Skelettarmee Level 7, hallo! Ich spiel's erstmal gegen eine Hexe. Wir sind Level 4. Nein, wir sind nicht Level 4, uns fehlt ein HP oder XP. Geil. 1000 Trophäen einfach, Mann, holy. Okay, jetzt öffnen wir den Battle Pass. Warum seid ihr Wixer schon bei Level... Jo, Wixer. Was für 1000, Junge. Ich hab grad 500 mal. Ah, ja, Minipicker Level 3 gegen Minipicker Level 6. 550 habt ihr die Hexe und dann gewinnt ihr jedes Game super schnell. Okay, Leute, Lojo, Hexe Giant ist Win, einfach ist Win. Less RNG, Leute. Dass wir gute Sachen aus den Kronen beziehen. Ah, Mann. Erika. Einfach Erika. Und ihr müsst immer dran denken, dass ihr den Battle Pass auch öffnet, die Truhen, die ihr da bekommt. Junge, Barpat! Okay, ich hab. Junge, der hat jetzt eine Hexe, GG, hab verloren. Strong. Ey, diese Joker, strong, ne? Strong, ja, die macht Sachen. Oh, Junge. Es ist viel nicer, Joker zu ziehen, als irgendeine Kackkarte. Weil die kann man dann individuell auf eine Karte klatschen. Zwei Games sind im Haus auf jeden Fall. Bist du schon 1000? Ich hab Sepp freigeschaltet, let's go, Junge, wie geil. Was? Ja, was geht bei euch? Was? Also ich hab ja Joker, ich kann ihn einfach hochziehen. Okay. Oh mein Gott, Hunter aus der Kronentruhe! What the fuck? Ich hab Hunter Stufe 7 jetzt, let's go! Alter, ich hab Glück, das gefällt mir. Das gefällt mir, wenn man Skill hat und Glück. Und noch das ist geil. Skill und Glück, das ist echt eine gefährliche Mischung. Scheiße. Oh, das ist so geil. Zum Glück hab ich beides nicht. Und eine epische Wildcard. Ja, Mann. Alter, holy shit. Das brauche ich auch alles. Oh Gott, das ist voll brutal. Epische Wildcard ist brutal. Woher hast du epische Wildcard, Morten? Einfach aus dem Kron-Dings. Oh, dann hätte ich doch warten müssen. Deswegen habe ich ja gewartet. Oh, voll schlau von dir, holy shit. Egal, ich habe Hexe gezogen. Und noch ein Barbaren-Barrel freigeschaltet. Das ist einfach der Typ geht auf K. Er geht einfach auf K. Er hätte mich so zerstören können, er geht einfach auf K. Wir müssen die kurz benutzen, Leute, damit wir nicht überlaufen. Das wäre eine sehr fatale Entscheidung. Let's go, wichtig. Okay, ich join jetzt bei dem Clan. Ja. Hey, Mann! Lass mich dich doch Three Crown, du Arsch! Dann mach ich das mal raus. Der Typ ist ein Knecht! Hey, Leute, warum habe ich hier 70 von 50? Obwohl, warte mal, wie viel habe ich bekommen? Oh mein Gott, ich kann es auswählen, ich hab die Hexe. Jetzt ist Hexe Giants, jetzt geht das Game erst los, ne? Ja. Hexe Giant Prinz, Prinz ist auch noch wichtig, den wirst du auch noch mal bekommen. Dann. Ich hab den halt dafür immer noch nicht, Sage. Sage. Passt, okay, danke Leute. Oh, Joker! Ja, die sind broken. Du kannst einfach auf irgendeine Karte klatschen und aufs nächste Level bringen. Aber gehst du das ab Level 4? Grabstein 4 Stück bekommen. Oh. Nee, die sind halt wirklich relativ scheiße. Ja, nee. Ja, mein Zen ist gleich Level 6, das ist nice. Also es macht auch Sinn, per Joker seinen Giant auf 5 zu bringen, oder? Wenn ja, spielt er auf jeden Fall. Klar. Ja. Hab ich auch gemacht, mein Giant ist Level 7. Wüsste, wie das jetzt geht. Prinz hoch. Stimmt, ich kann den Prinz auch auf Level 7 bringen. Hunter und Prinz Level 7. Was hast du alles, hä? Ja. Naja, aber wenn du die Trophäen hochkommst, Max, dann auch allein durch Battle Pass und Joker kriegst du halt mega viel. Ja, dann man muss Level 4 sein für Joker. Okay. Ich habe einen Hunter bekommen aus den Kronton epischen Joker. Jetzt kann ich das gut verwenden. Let's go, ich bin drin im Clan. Wichtig. Wichtig und richtig. Was ein Step. Clan-Krieger werden erst wieder freigeschaltet. Passt. Habe ich jetzt hier eine Liste? Kann ich euch alle sehen? Ja. Okay, aber das ist nicht aktualisiert, du musst das Game neu laden, damit es aktualisiert ist, beziehungsweise bei dir ist es wahrscheinlich aktuell. Weil du drückst ja was Profil drauf. Wen haben wir... So schnell auf Level 4 ich hab zwei Trophäen nur mehr als Fabo. Wenn mir wer Karten geben? Ich hab gehört, gewonnen, schon bei 1000. Mehr. Kann mir irgendwer Karten geben? Hm. Doch, ein Game jetzt hab ich das geile Deck.
Einfach Karten geben. Die Hexe, Junge, jetzt hab ich das geil, ey, jetzt machen wir hier fertig für die erste Folge, ne? Safe. 2 Stunden waren das, oh Gott, ja. Okay, wir haben die Hexe freigeschaltet, jetzt haben wir ein Giant-Hexendeck. Jetzt soll's einfacher werden. Wir hatten ein bisschen Pech mit dem Baby-Dragon, da wäre der Prinz ziemlich viel geiler gewesen oder der Skeleton-Army. Das ist aber gar kein Problem. Wichtig wird es dann nur bei den ersten Legendary-Cards, was wir dort bekommen. Da kann man richtig Glück haben und richtig Pech. Mit einem Mega-Ritter kann man alles zerstören. Mit einem Kampfholz oder einer Prinzessin wird das bitter. Todesgeil, wenn ihr die ganze Strecke von dem Projekt miterleben wollt, einfach den Kanal abonnieren. Schaut doch gerne bei den anderen vorbei. Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Tschüss.